How are you? How are you? How's your day been? How's your week been? How are you feeling? How is your mental state? Are you eating properly? Are you happy? Willkommen bei Danke gut, dem Podcast über Pop und Psyche. Ich bin Miriam Babutwandi und ich habe mir vorgenommen, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Denn die meisten von uns kennen sie aus dem Alltag. Jemand fragt, wie geht's dir eigentlich? Und man antwortet nur mit Danke gut, obwohl es selten so gemeint ist. Deshalb treffe ich mich jeden zweiten Donnerstag hier bei Cosmo mit den unterschiedlichsten Menschen und wir führen ehrliche Gespräche über alles, was irgendwie mit der Psyche zu tun hat. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote. Hallo Leute, heute spreche ich mit Errol und Mert Erfurt über das Münchhausen bei Proxy-Syndrom. Und schon mal vorab eine extra Triggerwarnung. In dieser Folge wird sehr ausführlich über verschiedene Formen von Kindesmisshandlung gesprochen. Erstmal, was ist das überhaupt? Das Münchhausen-Syndrom ist eine artifizielle Störung, bei der eine physisch gesunde Person Beschwerden vortäuscht oder absichtlich herbeiführt, um anschließend medizinische Behandlung zu verlangen. Wir sprechen aber heute über das Münchhausen bei Proxy-Syndrom bzw. das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das heißt, dass sich hier das Ganze auf einen anderen Menschen überträgt. Häufig, so wie in dem Fall heute, betrifft es Mütter, die Krankheiten bei ihren Kindern herbeirufen. Auch wenn das Münchhausen bei Proxy-Syndrom statistisch sehr selten auftritt, geht man von einer großen Dunkelziffer aus, da es schwer ist, das Syndrom zu identifizieren, was unter anderem daran liegt, dass die Mütter zum Beispiel als besonders gute Mütter auftreten. Und viele dieser Frauen sind tatsächlich auch im pflegerischen Bereich bzw. medizinischen Bereich tätig. Da das eine sehr lange Folge ist, ganz kurz ein chronologischer Abriss. Errol und Mert und ihr kleiner Bruder Jem kommen als gesunde Kinder zur Welt. Schon früh fing die Mutter an, immer wieder Krankheiten zu erfinden oder herbeizuführen. Zum Beispiel durch übermäßiges Essen von Süßigkeiten oder Gabe von Medikamenten. Von klein auf waren sie also bei verschiedenen Ärzten und Ärztinnen, teilweise auch auf Schulen für Menschen mit Behinderung. Hinzu kommt eine laut ihren Recherchen erfundene Identität. Die Geschwister kamen wohl alle mit deutschem Namen zur Welt. Ebenso die Mutter. Im Verlauf der Jahre fing sie an, sich Phyllis zu nennen, trug Kopftuch und sozialisierte die Söhne nach ihrem Verständnis von klassisch-türkisch-muslimisch. Die Mutter behauptet auch, querschnittsgelähmt zu sein und sitzt im Rollstuhl. Auch hier geben die Recherchen und Erinnerungen der Söhne anderes. Aktuell leitet sie einen Verein, der Hunde ausbildet, die angeblich Menschen im Rollstuhl mit epileptischen Anfällen und so weiter helfen sollen. Errol, Mert, wie geht's euch? Ehrlich gesagt, ganz gut. Ja, wir sind frisch aus dem Urlaub gekommen. Aus der Türkei und haben gerade sehr gut gegessen. Der Errol hat nämlich jetzt schon ein bisschen länger damit angefangen, sich immer zwei Dinge zu holen. Und deswegen habe ich mir jetzt auch einfach zwei Burger geholt. Das ist immer so knapp an der Grenze. Also wir sind gut genährt, uns geht's gut, oder? Ja, muss dazu sagen, der Mert hat im Urlaub aufgehört zu rauchen. Das war eine kurze, schwierige Phase, aber er hat es geschafft. Im Urlaub auch noch. Ja, ich weiß nicht. Ist, glaube ich, generell eine blöde Idee, im Urlaub zu machen. Ich habe es dann irgendwie gemacht und rauche jetzt 5 Tage nicht und es ist immer noch schwer. Na gut, dann, ich würde sagen, ab ins Eingemachte. Was sind denn so die allerersten Erinnerungen, die ihr überhaupt habt an diese ganze Sache? Also wahrscheinlich auch eine der ersten Erinnerungen an eure Kindheit. Jetzt aufs Münchhausen bezogen? Mhm. Ach, das ist bei uns, glaube ich, sogar echt schwer zu sagen, weil ich glaube, dass unsere Mutter nicht nur das Münchhausen bei Proxy-Syndrom hat. Ich glaube, die hat auch eine Persönlichkeitsstörung, ist ein absoluter Narzisst. Und das spielt halt alles so zusammen. Und ich glaube, bei uns war so das Erste, woran ich mich erinnern kann, also bewusst erinnern kann, war, glaube ich, die Namensänderung von uns. Mhm. Also wo ich das erste Mal gedacht habe, selbst schon mit, wie alt war ich denn da? 10. Ja, 10, glaube ich, ungefähr. Da habe ich schon das erste Mal gedacht, boah, das ist schon irgendwie kranker Shit. Mhm. Ich glaube, das solltest du eigentlich mit 10 Jahren nicht von deinen Eltern denken, beziehungsweise von deiner Mutter. Ja, ihr hieß ja vorher Sascha und Danny, ne? Genau, richtig. Also wir sind als Sascha, Danny und der kleine Dustin zur Welt gekommen und haben auch jahrelang ganz normal Weihnachten gefeiert. Ja, und dann ist unsere Mutter auf die glorreiche Idee gekommen, unsere Vornamen zu ändern. Also nicht nur unsere Vornamen zu ändern, sondern auch ihren Vornamen zu ändern und den unseres Vaters auch. Der hat da ja auch mitgemacht. Also die hießen vorher auch, also unsere Mutter heißt eigentlich Christiane. Also das alles ging einher mit dem Wechsel zum Muslimtum. Und
dann hat sie sich dann irgendwann ein Kopftuch aufgezogen, unseren Namen geändert. Also das, muss ich sagen, ist auch wahrscheinlich das Erste, was ich so, oder was mir in den Kopf kommen würde, die Namensänderung, weil wir uns da schon heftig gegen gewehrt haben. Hm. Wie alt wart ihr denn da? Also ich war 12, mhm. Ich war auf der weiterführenden Schule. Ich glaube, ich war in der 7. Klasse oder so. Und ich wollte halt nicht, dass mein Name geändert wird. Also ich hieß halt die ganze Zeit Danny, weil man verbindet halt alles mit seinem halt eigenen Namen. Und dann ist halt meine Mutter in die Schule bei mir gegangen und hat meinem Lehrer gesagt, so, der heißt jetzt Errol. Und ja, meine Mitschüler müssen mich halt von dem Zeitpunkt an Errol nennen. Mhm. Ja gut, war man halt ziemlich machtlos als Kind und dann ist es halt irgendwie so übergegangen. Ja, und die Namen tragen wir bis heute. Außer der Kleine, der hat seinen Namen komplett geändert. Also der hat auch nicht den alten angenommen, der hat auch seinen Nachnamen geändert. Der hat da, glaube ich, irgendwie so seinen Weg damit gefunden, abzuschließen. Ja. Wobei wir das auch noch angehen wollen oder müssen oder keine Ahnung. Die andere Sache ist halt, ich will auch nicht zurück zum alten Namen und ich weiß aber auch nicht, wie ich mich nennen würde. Mhm. Ist halt schwer, sich mit Mitte 30 einen neuen Namen einfallen zu lassen. Ne? Also. Aber war das damals so einfach, das auch irgendwie in Ausweisen und so weiter ändern zu lassen? Im Kontext mit dem Religionswechsel war das dann wohl ganz gut machbar. Beziehungsweise, das muss man auch nochmal sagen, unsere Mutter ist halt echt richtig, richtig gut, was irgendwie Verwaltungsapparate oder irgendwelche, also immer wenn es um Anträge geht oder so, dann die schafft's auch bei, ich meine, sie ist ja vermutlich auch nicht behindert und sie schafft's aber dennoch auch halt so Sachen wie einen Umbau fürs Bad und oder irgendwie spezielle Sachen fürs Auto umgesetzt zu bekommen. Die und auch für andere Leute macht die das auch. Die stellt einfach nur so viele Anträge, bis sie irgendwann einknicken und sagen, weißt du was, damit wollen wir uns nicht mehr auseinandersetzen und wir genehmigen das. Die hat sich dadurch auch super viele türkische Freundschaften quasi erkauft, weil einfach viele Türken, die nicht unbedingt Deutsch können, halt Probleme haben mit Anträgen hier in Deutschland. Und unsere Mutter fühlt sich da quasi oder kann sich da wie eine zugehörige Türkin fühlen und macht halt im Gegenzug, füllt dann halt Anträge aus. Also das kann sie echt. Also die hat sich das Bad umbauen lassen, die hat sich die Küche umbauen lassen, das Auto wurde umgebaut und das alles mit dem Hintergrund, dass die eigentlich nicht behindert ist. Mhm. Also. Nochmal kurz zu dem ganzen türkischen Background-Ding. Eigentlich wollte ich das viel später besprechen, aber wenn wir schon mal dabei sind, dann wurdet ihr dann auch so in Anführungszeichen dann klassisch türkisch sozialisiert ab diesem Zeitpunkt? Also seid ihr dann mit bestimmten Bräuchen, was auch immer, aufgewachsen? Wurde die Sprache dann irgendwie irgendwann gesprochen? Wie kann man sich das vorstellen? Also unsere Mutter hat zu Hause insofern türkisch mit uns gesprochen, dass sie sie behauptet heute auch noch, dass sie in der Türkei geboren wurde und Türkin ist und auch dementsprechend ihr türkisch Kenntnisse sind. Ist natürlich nachweislich gelogen. Nicht so, genau. Und dann hat sie uns halt mit ihrem Vokabular von vielleicht 2.000 bis 4.000 Wörtern oder keine Ahnung was, halt dann türkisch mehr oder weniger erzogen. Beziehungsweise ich kann heute noch arabische Gebete auch aufsagen, die wir damals auswendig gelernt haben, ohne irgendeinen Hintergrund. Und wir sind dann auch halt nicht mehr in die Kirche gegangen, sondern in die Moschee. Womit ich jetzt prinzipiell nicht unbedingt ein Problem habe. Wobei man sich schon immer auch aufgrund dessen, dass wir halt auch nicht türkisch sind, nicht mal nicht willkommen geheißen hat, sondern einfach irgendwie, man hat sich fremd gewirkt oder man war halt einfach sehr, sehr seltsam alles. Mhm. Weil halt auch die Freunde in der Schule also ganz normal weitergemacht haben. Ne? Ja. Und man muss auch sagen, da ist auch nochmal der Aspekt der Krankheit unserer Mutter auch nochmal ein bisschen aufgefallen, weil immer wenn wir irgendwie auch an türkischen Leuten oder so vorbeigegangen sind, dann war das von einem auf einen Moment ist sie auf einmal ins Türkische gewechselt, nur um halt zu sagen, hör mal, guck mal hier, ich bin auch Türkin, um sich halt so zu präsentieren. Mhm. Und dann ist eigentlich auch die Nummer eins Sache, so um worum es geht, die eigene Präsentation. Mhm. Habt ihr eine Erklärung dafür gefunden, warum das nochmal dazu kam mit dieser türkischen Identität? Also was ich mir jetzt gedacht habe, ist, naja, es ist ja an sich erstmal ja noch eine zusätzliche Benachteiligung, Diskriminierungsform, die man ja dazu
halt hat, wenn man einen Migrations-Background in Deutschland hat, ist halt ja, einfach so. Ne? Das kommt ja zu der Behinderung dazu. Es ist einfach nochmal eine Diskriminierung on top. Ist es das? Ja, ja, das auf jeden Fall. Es ist auch halt die Auffälligkeit. Ne? Also es gibt Behinderte im Rollstuhl. Gibt es einige. Es gibt wahrscheinlich auch Behinderte im Rollstuhl mit einem Kopftuch. Und dann aber eine Behinderte im Rollstuhl mit Kopftuch und drei Hunden, die ausgebildete Behinderte, also der ist halt einzigartig, ne? Also mich wundert, dass die nicht noch leuchtet. Das wäre eigentlich das Nächste, was so, also die hat wirklich das Maximum an Aufmerksamkeit, ne? Die ist, sobald die irgendwo draußen ist und die hält sich viel draußen auf, einfach weil das natürlich die meiste Aufmerksamkeit gibt, die ist halt der Magnet, ne? Die Leute gucken, die Leute reden. Ja, und aber auch nicht unbedingt immer positiv, wie wir dann jetzt auch im Nachhinein herausfinden durften. Mhm. Was wahrscheinlich auch ein Grund war, warum wir in unserer Kindheit nicht unbedingt so viele soziale Kontakte hatten. Ja. Also wegen dem Türkischen, wir haben halt, als wir erwachsen waren, haben wir halt mehr oder weniger Aufklärungsarbeit für uns selber betrieben und haben dann die Mutter unserer Mutter kennengelernt, folgedessen unsere Oma. Mhm. Und, die kurz einmal die Luftlinie 500 Meter von unserer leiblichen, also von unserer Mutter entfernt gewohnt hat. Ne? Und vielleicht kurz einmal nur eine kleine lustige Geschichte. Das türkische Fernsehen war mal bei uns. Mhm. Es gibt so eine Vermisstsendung, ja. Und die haben tatsächlich zwar nach dem Vater unserer Mutter in der Türkei gesucht, den es überhaupt gar nicht gibt. Also der Vater, der wohnt in Essen. Ja. Also... Und sie weiß halt auch, dass er in Essen wohnt. Sie hat auch ihren eigenen Vater auf Unterhalt verklagt. Alles haben wir erst, als wir erwachsen sind, herausgefunden. Ja, und aber von der Mutter haben wir halt gehört, dass unsere Mutter in ihrer Jugend wohl unheimlich frustriert war mit ihrer eigenen Identität und mit ihrer eigenen Mutter wohl auch. Gab es wohl große Probleme. Und es war wohl so gewesen, dass sie dann in der Schule türkische Freunde hatte und sich dann wohl gedacht hat, irgendwann gehen wir mal lieber in die Richtung. Und dann hat die Oma halt auch berichtet, dass unsere Mutter dann immer in den Keller gegangen ist, um sich da dann halt entsprechend zu kleiden mit Kopftuch und halt bedeckter und dann so zur Schule gegangen ist. Und da gab es dann wohl auch Riesenärger. Und da, wenn sie japanische Freunde gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich in die Richtung gegangen. Okay. Also war halt einfach, weil es dann türkische Freunde gab. Und was aber auch nochmal, ne, also was nix irgendwie gegen den Islam oder so, also weil wir da auch immer einfach so negativ drüber reden, weil das halt von unserer Mutter so... Das ist halt aufgezwungen. Ne, es wurde quasi aufgezwungen und das ist halt auch das Verrückte. Also ich habe meine Mutter zum Beispiel nie beten sehen. Hm. Wir mussten aber in die Moschee gehen und den Koran lernen und beten und sie hat das aber nur quasi nach außen hin gemacht. So, die hat zu Hause, ne, wie gesagt, die war nicht einmal beten oder in der Moschee groß. Also... Also immer nur so repräsentative Sachen, so wie das bei uns zu Hause halt auch der Koran oder bei unseren Eltern zu Hause jetzt mittlerweile der Koran auch an der Wand hängt und Atatürk und halt alles, was man so, Augen, türkische Augen gibt es auch. Türkische Flaggen haben in unserem Zimmer gehangen, keine Poster. Wir durften nichts aufhängen in unserem Zimmer, keine Poster, aber es hangen zwei türkische Flaggen in unserem Zimmer. Ja, es Aber ich frage mich da so ein bisschen als Außenstehende, das mit der Aufmerksamkeit, ging das da nur um Aufmerksamkeit, egal ob negativ oder positiv? Aber es klingt schon so, als wäre das schon auch diese negative Aufmerksamkeit in Form von Mitleid zum Beispiel, die eher gesucht wurde. Oder ging es um jegliche Form von Aufmerksamkeit? Für sie ist Mitleid nicht negativ. Hm. Für sie ist, glaube ich, steht Aufmerksamkeit immer im Betrag. Also ist egal, ob positiv oder negativ, Hauptsache gesehen werden. Mhm. Aber es ging ja trotzdem schon immer sehr stark über Mitleid. Also ich habe mich gefragt, ob es zum Beispiel jemals eine Befriedigung gegeben hätte, wenn, weiß ich nicht, wenn ihr einfach Schulbeste geworden wärt oder so. Mhm. Also bei mir fing das, deswegen bin ich auch nie behindert gemacht worden von unserer Mutter. Da war das noch so, dass sie versucht hat, mich zum besten Schüler überhaupt zu machen. Mhm, also gerade in der Grundschule noch. Da wurde, ist ja jetzt auch nicht unüblich, dass dann nachmittags Hausaufgaben gemacht wurden. Es wurde penibel darauf geachtet, dass ich alles ordentlich mache. Ich war halt auch ein unheimlich guter Schüler zu der Zeit. Und dann hat man aber auch gemerkt, in der weiterführenden Schule, wie dann das Interesse verloren gegangen ist, weil es dann halt in die andere Richtung ging. Gerade auch
als dann meine Brüder auch auf der Welt waren. Also das Interesse ist dann von ihm quasi gewichen und zu uns. Und das Interesse bezogen auf Krankheiten und Behinderungen hat sich ergeben durch unsere Patentante, die gleichzeitig mit unserer Mutter ein Kind zur Welt gebracht hat. Mhm. Und das ist mit einem offenen Rücken geboren worden. Mhm. Und dann hat unsere Mutter nicht die Krankheit gesehen, sondern nur die Vorteile, die mit der Krankheit einhergehen, sodass die dann Pflegegeld für das Kind bekommen haben oder dass sie einen Behindertenparkplatz direkt vor dem Haus bekommen haben, und hat die auch aktiv darauf angesprochen, Mensch, wie toll das ist, dass sie jetzt vorne direkt parken können. Und ja, da hat es, glaube ich, dann bei unserer Mutter Klick gemacht und hat gemerkt, okay, da lässt sich Geld holen. Geld ist auch ein unheimlich wichtiger Antrieb bei unserer Mutter. Mhm. Was sie damals darüber generiert hat, läuft heute über Spenden, die dann über den Verein generiert werden und dann ihr selbst zugutekommen. Okay, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir zum Anfang springen, diese türkische Identität noch mal so ein bisschen abzuschließen. Was hat das denn mit euch gemacht im Endeffekt, gerade so als Pubertierende, wenn man, das ist so die identitätsfindende Zeit und euch wurde noch kurz vorher was anderes aufgedrückt? Boah, kann man schwer sagen, weil wir haben uns recht schnell dann, ne, wir wurden ja auch dann weggenommen und waren im Heim, also zumindest der Kleine und ich, und danach ging es halt noch so ein bisschen auch mit den Krankheiten und so, aber es war nicht mehr so extrem, weil ich einfach meinen eigenen Willen hatte und ich auch schon so ein bisschen gemerkt habe, in was für eine Richtung das geht, und wir haben uns eigentlich von zu Hause komplett abgekapselt, also wir waren quasi von morgens bis abends Fußball spielen. Mhm. Zwischendurch mussten wir nach Hause kommen und mit den Hunden gehen. Also das war immer schon ganz wichtig, dass wir zu Hause die Arbeiten und Aufgaben erledigen. Aber ich sag mal so, der Kontakt ist quasi mit, weiß ich nicht, 15, 16 abgebrochen, obwohl wir noch zu Hause gelebt haben. Aber das ist halt auch, was uns auch erst später aufgefallen ist. Also die haben auch nie Interesse an uns gehabt, also weder unser Vater noch unsere Mutter. Wir waren halt, hinterher waren wir halt günstige Arbeitskräfte zu Hause. Mhm. Und wir waren ja auch, als wir dann ausgezogen sind, haben sie dann den Kleinen noch gut auseinandergenommen zu Hause. Der ist ja dann auch Hals über Kopf quasi ausgezogen. Als wir quasi alles rausgefunden haben und zu Hause angesprochen haben, musste der dann auch gehen. Ich muss aber auch sagen, dass das schon einen großen Impact hatte in unserer Jugend. Ich meine, wir haben uns das noch so gemacht, wie wir es dann für gut befunden haben. Aber ich weiß auch, dass halt ich durch meine Mitschüler jetzt nicht, also ich wurde jetzt nicht gemobbt oder so, aber es war schon klar, dass ich halt schon irgendwie ein Sonderling war mit dieser ganzen Namensgeschichte und nicht nur die Namensgeschichte. Also unsere Mutter ist dann auch bei uns in die Schulen gekommen, dann später auch mit den Hunden und hat dann da ihre Show gemacht und wir waren Außenseiter. Ja, das kriegt man als Kind ja überhaupt nicht mit. Ne? Mhm. Im Prinzip waren wir die Loser, einfach weil wir geisteskranke Eltern haben. So, und als Kind nimmst du das ja überhaupt, ne, wir waren auch echt super abgeschottet so von der Außenwelt, und du nimmst, ne, wenn du kein Beispiel hast oder so, wie eigentlich eine gesunde Familie funktioniert, ne, das kriegst du ja erst als Erwachsener wirklich mit, und als Kind denkst du dir, ja gut, ey, keine Ahnung, hier geht zwar kranker Scheiß ab, aber ich gehe mal davon aus, das wird woanders auch nicht anders sein. Mhm. So, bist du dann irgendwann als Erwachsener merkst, ja krass, das ist doch alles ganz schön geisteskrank, was da los war. Und wir haben ja auch hinterher erst herausgefunden, ne, unsere Nachbarschaft und so, die Leute wussten ja auch, dass unsere Mutter keinen Sportunfall hatte, dass die nicht seit ihrem 11. Lebensjahr im Rollstuhl sitzt, sondern dass die sich irgendwann einfach in den Rollstuhl gesetzt hat. So, und ich hatte auch zum Beispiel in meiner Klasse, dass da Leute gesagt haben, ja, mein Papa hat gesagt, der hat deine Mama schon mal laufen sehen, ne? Und ich dachte dann halt so, du kleiner Wichser, ne? So, kann nicht sein, ne? Meine Mama hat mir gesagt, die sitzt seit ihrem 11. Lebensjahr im Rollstuhl. So, dein Vater hat dir Scheiße erzählt, ne? Ja. So, da denkst du halt eigentlich in dem Alter. Und ja, dann hinterher musst du merken, krass, der arme Junge, der hatte recht. Sein Vater hat unsere Mutter wirklich laufen sehen. Also. Ja. Aber das heißt ja auch, dass ihr wahrscheinlich sehr, sehr lange Zeit immer sehr wohlwollend eurer Mutter gegenüber eingestellt wart und schon geglaubt hat, dass die anderen Scheiße labern und sie recht hat, wahrscheinlich durch diese jahrelange Manipulation. Ja, ja, klar, super lange, mega lange. Also auch die Zeit im Heim, ne? Ich habe ja auch gemerkt, als wir kamen ja erst ein halbes Jahr in die geschlossene, ins Uniklinikum nach Essen, und da habe ich ja auch schon gemerkt, krass, ich habe da ganz normal, eigentlich
war das schön, weil ich da das erste Mal normal essen konnte. Mhm. Also eigentlich war das was Schönes, aber in meinem Kopf durfte das nicht schön sein, weil ich war halt von meiner Mutter getrennt und mir wurde halt jahrelang eingetrichtert, ich darf das eigentlich nicht essen und ich darf das nicht und ich darf jenes nicht und der Kleine muss eigentlich Krampfanfälle haben und der hat eigentlich Epilepsie und ich habe halt gesehen, eigentlich ist alles gut, so, und aber mit 11 Jahren kriegst du das halt nicht in der Birne, ne? Und ich habe halt echt 2,5 Jahre alles dafür gegeben, dass wir wieder nach Hause kommen. Ne? Und ich habe dann mit Mitte, Ende 20, als ich dann alles herausgefunden habe, ich habe bei super vielen Leuten angerufen. Ich habe bei meinem damaligen Verfahrenspfleger, den ich damals angespuckt habe, angerufen und habe mich halt entschuldigt für mein Verhalten, die mir auch alle überhaupt nicht böse waren. Ne? Aber du, mit 11 Jahren raffst du das einfach nicht. Ey. Und eigentlich, ja, sollte der Staat dafür da sein, um solche Kinder dann irgendwie in irgendeiner Form zu schützen. Mhm. Aber das ist bei uns, ehrlich gesagt, alles komplett nach hinten losgegangen. Ja, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Worüber ich nachdenken muss, aber ihr kommt ja gerade frisch aus dem Türkei-Urlaub. Ist das eine Maßnahme oder wie kann man sich das vorstellen? Also, es war so, dass wir in unserer Kindheit ab 9 oder 10 Jahren oder so sind wir jedes Jahr mit unseren Eltern in die Türkei geflogen. Mhm. Und das war eine schöne Zeit. Mhm. Ja, und wir waren jetzt super lange nicht im Urlaub gewesen und unser Bruder, unser kleiner Bruder, der hat uns von einem sehr schönen Hotel berichtet, wo er früher dann auch mit unseren Eltern noch da gewesen ist und wir wollten uns einfach mal wieder was gönnen. Gerade die Türken in der Türkei sind auch unheimlich nette Leute, die einfach... Ja, superherzige Menschen ja, da auch kennengelernt. Ja. Ja. Es gab jetzt... vor kurzem tatsächlich ein Vorfall in der Türkei. Wir sind ja in das Hotel unserer Eltern geflogen, weil wir dachten, ey komm, normalerweise sind wir immer so Ende, Mitte Ferien mit denen geflogen. Wir dachten halt, ey komm, wir fliegen eine Woche vor den Ferien, das sollte eigentlich passen. Mhm. Ja, wir waren 3 Tage da, hatten leider übelst Kotzerei. Und wir beide zuerst und lagen halt oben auf dem Zimmer im Bett. Unser kleiner Bruder ist zum Abendessen gegangen, hat uns vorher noch mit Medikamenten versorgt und kam dann 5 Minuten später hoch und sagte, ihr werdet es nicht glauben, unsere Eltern sitzen unten beim Abendessen. Nee. Ja, und ich war halt mega am Ende, ne? Und ich weiß halt, was die hier in Deutschland schon alles versucht haben, auch mit Polizei und so. Und Mert hat richtig Panik geschoben. Ich habe super Panik geschoben, ne? Weil ich dachte, okay, krass, die kann halt einfach mehr Türkisch als wir, ne? Ich hatte gar keinen Bock, im türkischen Knast zu landen, ne? Und dachte so, ey, die werden hier Faxen machen, ne? Das wird nicht funktionieren. Ich habe ihn noch beruhigt und habe noch gesagt. Errol sagt, nee, ey, komm, das klappt schon und so, ne? Wir gehen ihn einfach aus dem Weg, alles gut, ne? Und ich sag, nee, Errol, die werden versuchen, uns hier auseinanderzunehmen, ne? Ja, und dann die Nacht dann noch gewartet, ne? Die haben unseren kleinen Bruder wohl, ne? Man muss sagen, der hat mittlerweile keine Haare mehr auf dem Kopf, ist ein bisschen dicker geworden und die haben den wahrscheinlich nicht erkannt. Mm, so, und dann waren wir aber am nächsten Tag beim Frühstück und sind dann halt zum Frühstück gegangen und unser Vater ist an uns vorbeigelaufen und hat mich halt angeguckt und hat weggeguckt und hat nochmal hingeguckt und ihm ist halt alles aus dem Gesicht gefallen. Ne? Also ich glaube, weder die noch wir haben erwartet, dass wir uns da treffen. Ja, und dann haben uns dann für den Strand fertig gemacht, sind zum Strand und dachten eigentlich, wir gehen uns einfach aus dem Weg und alles ist gut. Ja, in der Zwischenzeit ist aber wohl an der Rezeption einiges passiert, was wir dann später von der Reiseleiterin erfahren haben. Mhm. Unsere Eltern sind nämlich kurz nachdem die uns beim Frühstück gesehen haben, zur Rezeption gegangen, haben gesagt, entweder werden unsere Kinder hier rausgeschmissen oder wir verlassen das Hotel. Hat die Reiseführerin gesagt, kann sie natürlich nicht machen, ne? Wir haben hier nichts gemacht. Dann hat sie gesagt, ich hätte versucht, sie in Deutschland umzubringen mit einem Messer und dass die mich bitte rausschmeißen sollen. Ja, Gott sei Dank, wir haben hinterher mit der Reiseleiterin gesprochen, haben uns auch super mit der verstanden. Echt eine super liebe Frau, bin ich auch froh, dass das alles so abgelaufen ist. In der Zwischenzeit lagen wir am Strand. Die haben die türkische Polizei gerufen. Unsere Mutter hat dann die türkische Polizei gerufen. Man hat halt gesagt, hier, der hat versucht, mich umzubringen in Deutschland, der bitte nimmt den fest. Die haben Gott sei Dank auch gesagt, ey, ne, hier liegt nichts gegen den vor, also wir können da nichts machen. Ne? Dann hat sie wohl angefangen zu heulen in der Lobby, hat da einen Anfall bekommen und dann haben die wohl ihre Sachen gepackt und sind abgedampft aus dem Hotel.
witzige Geschichte, die sind wohl nach Deutschland geflogen, sind dann ein paar Tage später wieder in die Türkei geflogen, in ein Übergangshotel und haben quasi gewartet, bis wir aus dem Hotel weg sind und sind dann in das Hotel gegangen. So, jetzt muss man dazu sagen, die beiden sind Frührentner. Also die kriegen eigentlich nicht viel Geld. Ich will nicht wissen, wie viel das gekostet hat, aber ich kann mir vorstellen, woher das Geld gekommen ist. Sind ja nicht Spendengelder. Ja. Ja, ey, war wirklich, war einfach, ne? Und ich habe noch, dann habe ich ihn noch angeschnauzt hinterher. Ich habe gesagt, ey, die werden irgendwann, natürlich, unsere Mutter wird da nicht einfach irgendwie ihren Urlaub genießen und an uns vorbeigehen oder so, sondern die haben wirklich versucht, und jetzt stell mal vor, ich wäre da wirklich im türkischen Knast gelandet. Ja. Aber das, deswegen frage ich mich, war das von euch so ein bisschen, also war das einfach nur so, ey, wir kennen das Hotel, ist cool, lass da hin? Oder auch ein bisschen der Versuch, vielleicht das alles ein bisschen wieder positiv neu zu besetzen mit eigenen schönen Erfahrungen, die losgelöst sind erstmal von der Mutter? Auf jeden Fall. Ja. Also wir wollten einfach einen schönen Strandurlaub. Oder beziehungsweise ich habe mich ein Jahr vorher damit auseinandergesetzt. Wie gesagt, weil wir jetzt schon sehr lange, weil wir halt auch aufgrund unserer Eltern ziemlich lange gestruggelt haben mit dem Leben. Mhm. Auch gerade bei meinen Brüdern noch schlimmer als bei mir, ausbildungstechnisch und überhaupt so, was man halt machen soll im Leben so. Und jetzt haben wir zum Glück halbwegs unseren Weg auf eigenen Beinen gefunden. Und ich wollte einfach nur einen schönen Urlaub machen. Ich habe den Sandstrand gesehen da, der 200 Meter breit ist, und wollte da den ganzen Tag 2 Wochen lang liegen. Den wir halt auch noch aus unserer Kindheit kennen. Ne? Also das ist schon eine Kindheitserinnerung, die unabhängig von unserer Mutter ist. Also man muss auch dazu sagen, unser Urlaub war nicht schön wegen unseren Eltern oder wegen unserer Mutter, sondern einfach, weil wir da, weil es einfach schön ist in der Türkei und wir da eine schöne Zeit verbracht haben. Also ich muss auch jetzt als Erwachsener sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Land. Also auch, wie man vom Strand aus auch die Bergketten sehen kann, unabhängig von Erdogan, sollte man da vielleicht mal nach vorbeischauen. Okay, dann machen wir mal einen riesen Sprung wieder vor, beziehungsweise zurück in die Kindheit, wo das quasi mit diesen ganz klassischen Münchhausen-Symptomen auch anfing. Also wir reden von den Arztbesuchen, von den ganzen Diagnosen und so weiter. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie fing das zum ersten Mal an mit diesen Krankheiten, Arztbesuchen und so weiter? Was war so der erste Step? Also die jüngste Erinnerung, die ich habe, weil ich halt der Älteste bin, ich weiß halt noch, wie ich meinen Mittelbruder, also Mert, immer an Scheiben von Krankenhäusern gesehen habe. Also er war halt unheimlich oft, oder wir waren unheimlich oft mit ihm in Krankenhäusern, um halt zu schauen, was mit ihm nicht stimmt. Wobei wir halt zu dem Zeitpunkt nicht wussten, dass mit ihm eigentlich alles in Ordnung war und unsere Mutter dafür gesorgt hat, dass mit ihm das nicht stimmt. Mhm. Und wo ich so 7, 8 Jahre alt war vielleicht, da ging es halt auch los mit meinem kleinen Bruder, und wir mussten ihm halt auch dann Diazepam verabreichen, wenn er dann gekrampft hat und dergleichen, oder wurden dann angeleitet, wie wir es zu tun hätten. Und da war halt klar, okay, hier gibt es ein großes Problem mit meinen Brüdern. Der gibt heute im Übrigen auch selber zu, dass er oft auch einfach mit Absicht gekrampft hat, also nur so getan hat, um halt unserer Mutter zu gefallen. Okay. Meine Brüder haben auch relativ lange eingenässt, auch um unserer Mutter zu gefallen. Also unsere Mutter hat uns halt, oder in erster Linie meine Brüder, so konditioniert, wie man es wahrscheinlich mit Hunden machen würde. Immer wenn die Windel nicht voll war, gab es Ärger. Und ja, immer wenn... Nicht mal unbedingt, das ist halt das Krasse, nicht mal unbedingt Ärger. Ne? Also die hat nicht... Das ist ja dieses Perfide, die hat nicht gesagt, oh, du hast nicht in die Windel gemacht, so jetzt kriegst du Hausarrest oder so, sondern die hat dich unterbewusst spüren lassen, dass das nicht richtig war. Weißt du, ich meine, du hast dich, oder ich weiß zum Beispiel, ne, wir waren im Karateverein und waren da auf einem Ausflug und ich musste halt eine Pampers mitnehmen und so, wo ich halt eigentlich dachte, so, boah, krass, brauche ich eigentlich nicht, ne? Und zu Hause war halt immer so, wenn ich irgendwie 3, 4 Tage nicht in die Windel gemacht habe, war die Stimmung halt einfach scheiße zu Hause. Ne? Das war nicht so, ey, eine Kacke, dass du nicht in die Windel gemacht hast, sondern die Stimmung war einfach mega. Und ich habe halt, ne, ich habe gemerkt, das liegt daran, dass ich nicht in die Windel gemacht habe. Ne? So, und dann denkst du dir, ja gut, am nächsten Abend, so, dann pinkel ich in die Windel. Ne? Wenn es das ist, was meine Mutter glücklich macht, dann mache ich das. Ne? Und dann habe ich auch, ne, Windel voll gemacht, so in der Nacht gab es Theater, ausgelaufen und so ins Bett, so Riesen-Action, so, aber dann war super. Dann war sie glücklich, dann war
dann war sie zufrieden. Und dann hast du halt auch Liebe bekommen, ne? Also, und das ist halt das, was du als Kind brauchst, ne? Du brauchst halt dann in den Arm genommen werden, mal ein Küsschen oder so. Und das gab es halt nicht, wenn es nicht so lief, wie sie das gerne hätte. Mhm. Errol, wie war das bei dir? Weil du meintest, dass bei dir auch am Anfang dieser Fokus auf guter Schüler sein und so weiter lag. Gab es das bei dir? Weil ihr wurdet ja quasi für Dinge, für die man normalerweise Kinder nicht belohnen würde, belohnt und umgekehrt. Also wie war das dann bei dir? Ich wurde quasi so mit der 5., 6. Klasse mir selbst überlassen. Also okay. Ist weder Positives noch Negatives zu berichten, mhm. weil es komplett um meine Brüder ging da. Also es war schon noch so, dass ich schon, also ich bin halt aufs Gymnasium gegangen und das sollte ich gefälligst auch weiter tun. Und ich sollte mein Abitur machen und ich sollte studieren gehen. Also war immer noch so, dass ich schon noch so meinen Weg gehen sollte. Und bei meinen Brüdern war es aber halt richtig krass. Die sollten halt quasi im Prinzip nichts machen. Also es wurde darauf hingearbeitet auch, dass sie in ihrem Erwachsenenalter nichts machen können. Unser kleiner Bruder zum Beispiel, war ein sehr kreativer Junge, der halt immer Vorstellungen hatte, was er machen wollen würde. Und ich kann mich halt daran erinnern, er wollte halt Polizist werden, Feuerwehrmann und was man so als Kind werden möchte. Und es wurde halt so niedergeredet. Also im Prinzip wurde ihm niemals in Aussicht gestellt, dass irgendwie die Möglichkeit besteht, da was zu erreichen. Und so hat sich dann halt auch die schulische Entwicklung von meinen Brüdern dann abgezeichnet. Wir sind noch auf die gleiche Grundschule gegangen, also zumindest Mert und ich. Und dann ist er auf die Realschule gegangen und dann war es halt so, okay, kam immer mehr Krankheiten dazu mit ADHS. Davor noch auf einer Schule für Schwerst- und Körperbehinderte. Achso, ich dachte, das kam danach. Nee. Aber musstest du nicht auch von der Realschule runter, weil das alles nicht geklappt hat wegen deinem ADHS? Nee, ich bin dann von der Realschule, als wir in der Realschule waren, sind wir ins Heim gekommen. Achso, okay. Nee, die Körperbehindertenschule, die war davor. Ja, das war. Und der Kleine, der war ja auch super lange auf einer Sonderschule. Mhm. Also der hat ja dann auch erst im Nachhinein, Gott sei Dank, toi toi toi, der hat dieses Jahr seinen Bachelor gemacht. Herzlichen Glückwunsch nochmal, falls du das hörst. Die haben den halt auch in den Rollstuhl gesetzt. Und er wollte nicht im Rollstuhl bleiben, weil er ein gesunder kleiner Junge war. Ja. Und dann haben die ihm noch so eine Weste besorgt, die ihn dann quasi an den Rollstuhl gebunden hat. Mhm. Das hat dann, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Ja, kann man auch, glaube ich, in der Spiegel-TV-Reportage ist, glaube ich, ein Foto eingeblendet, wo man es sieht. Er hat da so eine schöne Weste. Ja, und immer halt, was wir halt auch später erst gemerkt haben, halt immer die Arztberichte waren immer sehr kontrovers zu dem, was unsere Mutter berichtet haben. Mhm. Oder hat halt immer, wenn es um zu Hause ging, dann war er halt zu nichts in der Lage. Und dann, wenn beide beim Arzt waren, dann waren es immer aufgeweckte Kinder, die motorisch einwandfrei sich bewegt haben. Und unsere Mutter ist im Prinzip dann immer wieder mit Behauptungen zu den Ärzten gegangen. Ja, wir haben mittlerweile herausgefunden, wie sie es gemacht hat. Wie denn? Ist mit mir zum Neurologen gegangen und dann fragt der zu einem völlig neuen Arzt und der Neurologe fragt natürlich, welche Krankheiten sind denn schon bekannt? Hm. Und dann fängt sie halt ganz langsam an. Da kam halt bei mir Zöliakie. So, und dann, ohne dass vorher überhaupt irgendeine Zöliakie festgestellt wurde oder so, aber der Neurologe schreibt dann natürlich erstmal Anamnese, Zöliakie. Ja. Was gab's schon? So, und dann ist die Nummer ist dann quasi gelaufen. Es steht einmal steht's von einem Arzt auf einem Zettel. So, und dann geht's zum nächsten Arzt. Und irgendwann kann das überhaupt gar kein Mensch mehr zurückverfolgen. Ja. Wer hat jetzt das erste Mal hier und warum hat überhaupt? Und eigentlich, also alle Unterlagen, die wir mittlerweile haben, ist überall steht nach Angaben der Mutter, nach Angaben der Mutter, nach Angaben der Mutter. Nicht einmal irgendwie die Diagnose ist so und so, sondern immer Mutter sagt, Mutter macht. Und wenn es dann ins Spezifischere gegangen ist, also wenn die Ärzte dann mal gesagt haben, okay, lass uns die mal jetzt, die Kinder hier für 1, 2, 3 Wochen im Krankenhaus richtig untersuchen, dann war unsere Mutter nicht mehr aufzufinden. Ja, Eltern dann beenden Zusammenarbeit, Mutter verweigert sich, Mutter wechselt Arzt, so. Und dann ist halt das ist einfach ein verrücktes System. Also, ne, die hat halt auch wirklich einfach das System gedribbelt, muss man ganz klar so sagen. So, die wechselt den Arzt und dann sagt kein Arzt ihm, ja, ey, was ist denn, ne, der hat auch genug zu tun. Ja. Klar fragt er dann nicht, ey, was ist denn da los, ne, warum hat die denn jetzt auf einmal, die ist weg. So, und es gibt genug Ärzte hier im Ruhrpott, ne? Also, und die hat wirklich, ne, die hat einen Psychologen in Hagen, die hat einen Neurologen in Wuppertal, also überall sind die verteilt, weil die halt
ne, die hat so viel verbrannte Erde schon hinterlassen. Also das ist wirklich, das ist richtig verrückt. Und das wurde uns halt auch erst klar, nachdem wir unsere Unterlagen, unsere Krankenakten bekommen haben. Und das ist, glaube ich, letztendlich nur ein Bruchteil von dem, was eigentlich wirklich passiert ist, weil, muss man auch leider sagen, viele Ärzte und auch Krankenhäuser nicht wirklich kooperieren, einfach weil die Scheiße gebaut haben. Ne? Ja. Also weil die wirklich massiv Scheiße gebaut haben und natürlich keinen Bock haben, dass wir jetzt irgendwie um die Ecke kommen und sagen, ey, wieso ist das damals eigentlich so gelaufen? So, also wir kriegen natürlich nichts, was unsere Mutter betrifft, alles aus unseren Akten wird geschwärzt. So, und unsere Akten sind leider auch teilweise einfach lückenhaft. Hm. Nochmal ganz kurz zurück. Errol, sorry, es ist... Ja, es ist mega viel. Mega viel, ja. Gibt es eine Erklärung, warum mit dir anders umgegangen wurde? Einfach, weil ich zeitlich günstiger lag. Also ich glaube, unsere Mutter ist so, die setzt sich was in den Kopf und dann wird der Pfad einfach begangen. Scheißegal, was auf den Weg kommt. Und wie gesagt, erst mit meiner Geburt und der Geburt des Kindes der Patentante, die behindert geboren wurde. Okay. Da hat es dann bei unserer Mutter halt Klick gemacht, okay. Und war da, dann? Und war, glaube ich, halt zu spät, dann zu sagen, okay, beziehungsweise ich glaube, unsere Mutter hat, glaube ich, gedacht, dass es glaubwürdiger ist, wenn ein Neugeborenes quasi, weil er ist dann wirklich nach wenigen Wochen. Also ich glaube, ich bin nur zu dem Zweck geboren worden, um krank gemacht zu werden. Also weil bei mir fing das halt wirklich kurz nach meiner Geburt sofort an. Also ich hatte einen Blähblauch, ich hatte starken Durchfall, also ich habe nicht zugenommen und die konnten sich halt einfach nicht erklären. Ne? Also da haben wir dann auch die ärztlichen Unterlagen eingesehen, jetzt als Erwachsene. Und da wurde dann halt auch schon oftmals angedeutet, okay, dieser Blähbauch und der Durchfall und so, der bei ihm stattgefunden hat und auch was sie im Stuhlgang gefunden haben, auch lässt wohl darauf schließen, dass sie ihm entweder schlechte Lebensmittel zugeführt hat oder auch Kot oder dergleichen, also irgendwas, was man halt lieber nicht essen sollte und was dann dazu führt. Ja, man studiert dann so die Krankenakten von sich und dann googelt man natürlich viel, weil die meisten Wörter kennt man nicht und dann sind da halt Bakterien bei, die irgendwie durch verunreinigtes Wasser oder durch Kot, also und ich glaube halt echt, ich wurde nur für den Zweck geboren. Ja, genau wie bei unserem kleinen Bruder dann auch. Wobei bei unserem kleinen Bruder hat sie dann, ich glaube, war relativ umständlich mit schlechten Lebensmitteln ein Baby zuzuführen und so. Bei unserem kleinen Bruder hat sie dann Medikamente entdeckt. Mhm. Gerade diese krampffördernden Mittel, ich kenne mich auch nicht unbedingt so krass aus, aber da gibt es halt einige Medikamente, die das fördern und halt auch wieder reduzieren. Und das hat sie dann bei unserem kleinen Bruder gemacht und bei sich selbst auch. Bei sich selbst hat sie dann, die hat auch Asthma angeblich, Arthrose, die hat selber Epilepsie angeblich, wobei man auch da schon immer gemerkt hat, es gab Krampfanfälle, die medikamenteninduziert waren und es gab aber auch schauspielerische Krampfanfälle, wenn sich gerade nicht alles um sie gedreht hat, wenn wir gerade mal tatsächlich eine gute Zeit mit unserem Vater zum Beispiel verbracht haben, dann ging es halt auf einmal los. Und hört sich komisch an, wir waren schon halt so ein bisschen gelangweilt, weil wir schon wieder wussten, ach Gott. Mhm. Und wenn man selbst als Jugendlicher schon checkt, okay, irgendwie ist das hier ein bisschen aufgesetzt, so dann... Du machst dir halt, ne, normalerweise würdest du dir Sorgen um deine Mutter machen, ja. Also wenn die wirklich einen epileptischen Anfall hatte. Ja. Aber das war halt so, allen war klar im Raum, okay, die Situation hier ist jetzt erledigt, jetzt muss da einmal, ne, unser Vater sofort hin und alles so und dann auch wieder beruhigt und ja, für uns war es... Man muss aber auch sagen, unsere Mutter ist wirklich jedes Mittel recht, um zu bekommen, was sie möchte. Hierzu kurz vielleicht ein Beispiel, was wir jetzt auch schon öfter mal erzählt haben. Wir mussten immer mit den Hunden gehen oder wir sind mit den Hunden gegangen und wir wollten aber halt auch andere Sachen machen und wir haben es halt nicht eingesehen, weil es die Hunde unserer Eltern waren, dass die sich auch daran beteiligen. Und dann, ich glaube, an irgendeinem Sonntagmorgen ist sie dann verdreckt nach Hause gekommen. Sie war wohl sehr, sehr früh mit den Hunden draußen und dann haben wir schon gedacht, was ist passiert, ne? Und dann sind die ins Schlafzimmer irgendwie, keine Ahnung was, und dann haben die uns zu sich gerufen und meinten halt, dass 5 Jugendliche oder junge Männer versucht haben, unsere Mutter zu vergewaltigen und in den Dreck gezogen haben. Und wir waren halt entsetzt, ne? Wir haben halt gesagt,
Wir haben gesagt, komm, wir müssen die Polizei rufen. Ne, das. Ja, und dann. Die natürlich, nein, keine Polizei, das ja, bringt doch nichts. Ja, nee, die haben gesagt, die haben mit ihrem Psychologen gesprochen. Und so, das wird jetzt zu nichts führen. Und auch, dass sie, die Jungs, die schienen nicht von hier zu sein, deswegen macht das nicht viel Sinn da. Und wir waren halt dämliche Jugendliche. Also wir haben, oder was heißt dämliche Jugendliche? Wir haben halt gedacht, unsere Mutter ist draußen attackiert worden. Die ist halt danach nie wieder mit den Hunden gegangen. Ne? Und dann war das wieder unsere Aufgabe. So. Und dann merkst du hinterher als Erwachsener krass, weil diese Vergewaltigungsgeschichte auch schon in der Vergangenheit bei ihr aufgetaucht ist. Und die, zwar nicht die Vergewaltigungsgeschichte, aber eine andere Geschichte, nachdem unser Video rausgekommen ist. Wir haben ja ein Video bei YouTube veröffentlicht und wo wir so ein bisschen versucht haben, innerhalb von einer Stunde stark komprimiert unsere Geschichte zu erzählen. Und daraufhin ist ja auch ein Watz-Artikel erschienen und in dem Watz-Artikel stand quasi der letzte Satz, gehörte so unserer Mutter. Sie sagte nämlich, sie wäre aufgrund, jetzt nicht aufgrund unseres Videos, aber aufgrund der Spiegel-TV-Reportage wäre sie dort, wo sie immer draußen ist. Ne, die ist da in so einem Center in Altenessen immer unterwegs und für Aufmerksamkeit sitzt da immer beim Türken und isst da von Spendengeldern. Und dann hat sie gesagt, sie wäre dort in dem Center wohl von 5 Frauen angegriffen worden, die versucht hätten, ihr das Kopftuch runterzureißen. Und natürlich vollkommen frei erfunden, die Geschichte. Die Watz hat tatsächlich hat so abgedruckt. Man muss auch sagen, der Watz-Artikel, ich weiß nicht, hast du den gelesen? Ja, der ist Der ist nicht schlecht. Der ist aber auch nicht gut. Ja. Der ist auch nicht wirklich, muss ich auch sagen, nicht unbedingt in Kooperation mit uns entstanden. Also der Reporter hat sich bei uns gemeldet, hat halt gesagt, was ist da los? Und ich halte nicht viel von der Watz. Und hab dann halt gesagt, boah, weiß ich nicht, ne, finde ich nicht cool. Und er hat dann quasi gesagt, unabhängig davon, was ihr macht, ich werde da drucken. So, ne, quasi die Schiene. Ja, und dann hat er halt gesagt, weil er auch schon mit unseren Eltern gesprochen hatte, ne, und dann habe ich gedacht, ja komm, dann habe ich wenigstens mal mit ihm telefoniert, ne, einfach auch, weil ich wissen wollte, was unsere Eltern versucht haben. Und war natürlich absoluter Müll, was die versucht haben. Ne. Also, ich meine, hast du gelesen mit dem Foto, wo sie ihm im Kinderwagen schiebt, sagt sie, das wäre sie nicht. Und auf ihrem Hochzeitsbild hätte sie so ein Iron Man Anzug-Ding da drunter gehabt. Du hast aber keine Anfrage an unsere Eltern gestellt, oder? Nee. Wäre auch, glaube ich, interessant. Ja, wäre mega cool. Ey. Das ist halt auch das, ne, das, da werde ich mich auch mein Leben lang so ein bisschen drüber ärgern. Ich würde so gerne mal mit meiner Mutter sprechen. Mhm. Aber halt nicht mit der kranken Frau, sondern mit meiner Mutter. Also Was sie Beweggründe sind. Ja, dass sie wirklich alles. Keine Möglichkeit hat zu lügen, sondern einfach, dass sie ehrlich sagt, warum, wie vor allem, also ne, es sind halt auch noch, wir haben zwar super viel herausgefunden, aber es ist halt auch noch dick viel offen bei uns. Also. Aber habt ihr dieses Warum an die kranke Person schon mal gestellt? Mhm. Ja. Und was war die Antwort? Das ist halt der Hintergrund, wieso wir überhaupt alles rausgefunden haben. Mhm. Mert hat halt eine Tochter zur Welt gebracht. Also, ich habe die nicht zur Welt gebracht, aber meine Freundin. Warst beteiligt? Ich war beteiligt, ja. Und er wollte halt seiner Tochter immer mal sagen, wo er herkommt. Und weil er sich halt nie wirklich, oder wir haben uns halt nie wirklich türkisch gefühlt, hat er das mit der Oma herausgefunden, hat mit der Oma gesprochen, waren dann auch schon ein bisschen skeptisch wegen der Krankheitsgeschichte und so, aber wussten halt noch nicht, die Sachen zuzuordnen und wollten unsere Eltern konfrontieren. Unser kleiner Bruder hat da noch bei unseren Eltern gelebt. Das war vor jetzt 7 oder 8 Jahren, glaube ich. Und, ja, 2014. Vielleicht einmal kurz nur, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber kurz, was aber auch, klar, die Geburt meiner Tochter, aber ich habe gefühlt, dass ich mein Kind mit meiner Mutter keine Sekunde alleine lassen würde. Mhm. Also unabhängig davon, was passiert ist, ich habe das einfach in mir gehabt. Und ich habe gedacht, krass, das ist nicht das richtige Gefühl. Also das solltest du eigentlich nicht haben, ne? Und daraufhin fing das dann quasi an, dass wir angefangen haben zu recherchieren und ein bisschen was herauszufinden. Und dann sind wir halt zu unseren Eltern nach Hause, haben in unserem alten Kinderzimmer mit unserem kleinen Bruder noch gesprochen, ob wir das wirklich machen wollen. Weil wir haben nicht das Ausmaß geahnt und wir wussten nicht genau, wie es laufen würde, aber wir haben uns schon gedacht, es wird wahrscheinlich schlecht laufen. Ja. Und dann hat unser kleiner Bruder zugestimmt, weil er auch nicht wusste, worauf er sich einlässt. Am Ende des Tages musste er ausziehen an dem gleichen Tag. Und zwar haben wir dann unsere Eltern konfrontiert
Und unsere Mutter kommt immer mit so Sachen mit wie, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nicht, was mit meiner Kindheit war, ich weiß nicht, wer mein Vater ist, ich weiß nicht, wer meine Mutter ist. Und wir sind halt wieder an so einem Dead End angekommen und wussten wir dann nicht, okay. Halt ja. Dieses Narzisstische kam auch wieder raus, ne? Ich bin an allem schuld und geschrien, geheult, sich auf die Brust gehauen und angefangen, Kinderfotos von uns zu zerreißen und so. Ja. Und unser Vater, also auch hier nochmal, ne, ich habe das auch schon mal in dem Video gesagt, unser Vater ist wirklich dumm. Also das klingt, also das ist nicht, das klingt gemein, aber das ist gar nicht mal unbedingt gemeint, sondern der ist halt, ne, du, die hat, das ist ein Sechser im Lotto für die, ne? Überleg mal, du kommst mit jemandem zusammen. So, der Mensch kann ganz normal laufen, ihr habt eine glückliche Zeit, du bist 2-3 Jahre mit dem zusammen, dann kommt der und sagt, ey, du, ich will mich jetzt gerne in den Rollstuhl setzen. Es passiert nichts, ne? Es passiert kein Unfall oder dergleichen, der sagt, ich will mich jetzt in den Rollstuhl setzen. Da solltest du ja eigentlich schon sagen als Partner, so, ey, weiß ich nicht, ne? Irgendwie finde ich ein bisschen komisch, ne? Aber keine Ahnung, sagst du, okay, komm, mach, ne? Wenn du meinst, mach. Dann sagt er, so, ey, Miriam, finde ich nicht mehr cool den Namen, ne? Lass dich doch irgendwie jetzt Susanne nennen und ich nenne mich Christian. So, dann sagst du auch, oh, weiß ich nicht, ne? So, unser Vater aber sagt, ey, machen wir, ne? Dann sie sich Kopftuch aufgesetzt, alle zum Islam konvertiert, wir lassen unsere Kinder beschneiden, wir schicken die in die Moschee, die beiden kleineren kriegen Krankheiten, so. Und der Mann sitzt da und macht das quasi alles mit, ne? Also der weiß ja auch, der weiß, dass die nicht seit ihrem 11. Lebensjahr im Rollstuhl sitzt. Der hat die mit 19 in der Diskothek kennengelernt. Da haben die getanzt, ne? Da war die alles, haben auch auf ihrer Hochzeit getanzt. Ne? Die hatte offene Haare, kein Kopftuch, die war keine Muslimin oder dergleichen, ne? Der hat die Eltern kennengelernt. Und der Vater von ihr saß bei unseren Eltern zu Hause, als es darum ging, dass die sich ihren Unterhalt vorläufig auszahlen lassen wollte. So, der weiß alles, ne? Ja. So, und dann, ich weiß halt nicht, und bei dem ist halt, glaube ich, der ist nicht krank. Der ist einfach absolut bräsig. Aber war der auch aktiv beteiligt zum Beispiel daran, euch krank zu machen und so weiter? Oder war der einfach der stille Beobachter? Ich glaube, der war auf jeden Fall der sehr passive Teil dabei. Der hat auch was Sadistisches. Ja, ja, schon. Also der ist auch, ne, der ist zum Beispiel, wenn wir nicht schuld waren, war der schuld. Also der wurde auch fertig gemacht zu Hause, ne? Die hat den auch. Aber er war auch oft die ausführende Kraft. Ja, ja, der war auch. Wenn es darum ging, dass irgendwas erledigt werden sollte, kam er halt an und hat dafür gesorgt, dass es so passiert ist. Das ist er noch heute, ne? Also der hat zum Beispiel, der hat bei uns auf der Arbeit angerufen. Also, ne, wir sind mittlerweile erwachsene Menschen und hat gesagt, hier, meine Söhne, die ärgern mich und meine Frau. So macht man. Also natürlich komplett lächerlich. Wir haben auch echt einen super Arbeitgeber, der da ganz cool drauf reagiert hat, aber so was machen die halt, ne? Die haben erzählt, wir wären drogenabhängig, ich hätte das Sorgerecht für meine Tochter nicht. Also halt alles Mögliche, ne? Aber um nochmal auf unseren Vater zurückzukommen, also der hat das alles einfach so mitgemacht, ne? Und du musst ja irgendwann spätestens, wenn du siehst, ne, der hat ja auch 3 Kinder in die Welt gesetzt. Also du musst doch dann, ich bin mittlerweile selber Vater und für keine Frau der Welt würde ich mein Kind in irgendeiner Form leiden sehen. Also als meine Brüder weggenommen wurden, wissen wir heute auch, sind die Ärzte auf unseren Vater zugegangen und haben gesagt, okay, wenn du deine Frau in Behandlung schickst, dann kriegst du deine Kinder sofort wieder. Und das hat er nicht gemacht. Und um auch nochmal auf die andere Geschichte zurückzukommen, als wir das klärende Gespräch mit unseren Eltern versucht haben zu führen, wir sind halt an Dead End angekommen und dann kommt unser Vater auf einmal mit der Idee daher, lass uns doch einen Mutterschaftstest machen. Mit der Mutter, die damals noch gelebt hat, unserer Mutter. Und da haben wir gesagt, Bruder, grandios. Natürlich machen wir das. Lass uns das sofort angehen. Ne? Du, also zu unserer Mutter, hat Gewissheit, das ist nicht deine Mutter. Du kannst, keine Ahnung, also du kannst es halt belegen. Du kannst, was weiß ich, irgendwas geltend machen oder was weiß ich auch immer. Also von wegen, das ist die perfekte Möglichkeit für sie gewesen, das quasi ihre Mutter dann auch offiziell leugnen zu können. Und das war der Moment, hat man auch gemerkt, da hat es bei ihr Klick gemacht und sie wusste, sie muss jetzt hier an der Stelle ihre Kinder aufgeben, ja, dann um hat sie ihre gesagt, Geschichte weiterzuführen. Nicht mal ihre Kinder aufgeben, wir hatten nie wirklich Bedeutung für sie. Also das ist mir halt auch da klar geworden. Ne? Also auch die Liebe, die wir bekommen haben, war keine Liebe von der Mutter, sondern ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was das war. Aber da war mir auch klar, ne, ich habe
zwischendurch denke ich darüber nach, glaubt sie das selber alles, ne? Weiß sie vielleicht gar nicht mehr, was Sache ist, aber das ist zum Beispiel so ein Moment, wo uns klar war, okay, sie weiß ganz genau, was sie gemacht hat und was Sache ist, ne? Weil sie hat dann gesagt, sie lässt sich nicht die Pistole auf die Brust setzen, sie lässt sich nicht erpressen von ihren Kindern, sie macht keinen Mutterschnell. Das wäre eigentlich perfekt gewesen. Alle hätten Gewissheit, so alles wäre cool, ne? Aber das ist halt auch, ehrlich gesagt, nur diese Muttergeschichte ist eigentlich auch nur ein Bruchteil von der Geschichte, ne? Aber das war im Prinzip so der Moment, wo wir auch wussten, alles klar. Mhm. Das war im Prinzip die Bestätigung für uns, okay, das ist ihre Mutter. Und ab dem Zeitpunkt ging es halt dann los mit, okay, wenn das nicht stimmt, was stimmt dann? Was stimmt überhaupt? Und dann mussten wir leider feststellen, dass so gut wie gar nichts gestimmt hat. Ja, dann gab es halt eine Reise durch den Ruhrpott, Uniklinikum. Aber was du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich so mit das größte Dilemma in der ganzen Sache, dass man sich ja wahrscheinlich permanent fragt, was ist jetzt bösartig, wofür kann sie nichts, was ist die Krankheit, was ist die wirkliche Person dahinter? Also das sind ja Dinge, auf die man wahrscheinlich nie eine Antwort kriegt. Ja, man kann halt spekulieren. Und wir, ich meine gut, wir sind halt die Opfer, deswegen sehen wir wahrscheinlich eher das Böse oft. Aber ich finde, ja, aber die Bitternis von ihr, die sieht man aber auch. Und ich finde, also alleine jetzt, ne, vor kurzem der Türkei-Beispiel, ne? Also sie hätte ja auch einfach gehen können und hätte irgendwie, ne, hätte dann nochmal später wiederkommen. Aber da finde ich halt, siehst du auch einfach das Böse, ne? Also sie hat schon bewusst versucht, mir da zu schaden. Also sie hätte ja auch echt einfach gehen können und sagen können, ey gut, dann komme ich nochmal, ne, so wie sie es ja jetzt auch gemacht haben, kommen wir nochmal in 2 Wochen wieder. Aber die sind nicht einfach gegangen, sondern die haben wirklich die türkische Polizei gerufen und haben versucht, denen weiszumachen, dass ich versucht hätte, meine Mutter umzubringen. Also das haben die auch, ne, haben sie ja wirklich in Deutschland versucht. Also die hat ja echt gesagt, wir haben ja damals, als wir alles herausgefunden haben, wir haben ja auch noch super lange geglaubt, ey, wir müssen unseren Vater da rausholen. Ne? Wir haben gedacht, unsere Mutter ist komplett geisteskrank und ein verdammt böser Mensch. So, unser Vater ist aber, ne, wir holen den da raus. So, und dann standen wir mit dem auf der Terrasse und haben halt gesagt, irgendwie komm, ne, pack eine Tasche oder so, ne, kannst zu uns kommen und so. Und er hat uns gesagt, er kommt da nicht mehr raus. Also, und da war uns halt auch klar, ne, und dann war aber, ja, er war eine mega schwierige Zeit, ne, so, er war ein halbes Jahr in der Klinik, so, ich war auch komplett gebumst, ne, da ist halt alles irgendwie zusammengebrochen, ne, und dann, das ist halt, dir ist klar, du hast, und ich weiß auch, ne, das ist das Einzige, womit ich mich auch immer tröste, ne, es gibt Menschen, die haben es noch weitaus schlimmer getroffen, ne, so klar, ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber du hast halt, Eltern sind da, ne, die leben in Essen, so, eigentlich sind die eine Viertelstunde Fahrtweg von uns entfernt, aber die sind nicht da, also Eltern sind nicht existent für uns und werden es auch nie sein und waren es halt auch noch nie, und nicht nur, dass unsere Eltern auf uns geschissen haben, sondern die haben uns bewusst geschadet von Geburt an, und das ist halt das, was auch einen so unfassbar sauer macht, ne? Wo ich aber auch so ein bisschen auch das Problem habe bei der türkischen Kultur, die das oft gar nicht, also oft, wenn ich mit Türken spreche, die können das überhaupt gar nicht greifen. Hm. Die sagen dann so, ist doch deine Mutter. Hm. So, jetzt vertragt euch doch. Hm. So, ja, komm. Ne? Auch oftmals ist ein Familienstreit, ist eine Familienangelegenheit. Genau. Hm. Das ist, also wird halt oft runtergespielt und die verstehen gar nicht das Ausmaß. Ja. Was, aber gut, ich meine. Und halt auch, ne, dieses, lass doch die arme Frau in Ruhe. Ne? Ich weiß, wie oft wir im Allee-Center haben wir die aufgesucht und haben die halt konfrontiert. So, und die Leute sind da wirklich zu uns gekommen und haben gesagt, ey, lass die Frau hier in Ruhe. Ne? Und ich habe versucht zu erklären. Ich habe gesagt, wir sind die Söhne. Ja, und dann haben die schon mal ganz blöd geguckt. Ich kenne die Frau seit 30 Jahren. Ne? Wenn hier einer weiß, was hier los ist, dann ich. Ne? Und die, aber das ist halt das, ne, Frau im Rollstuhl, mit Kopftuch, mit Hunden, so, ey, die arme Frau. Ne? So, und die muss gar nicht im Rollstuhl sitzen. Also das ist, aber das ist auch, ne, so. Ja, die Geschichte ist auch zu lang und zu komplex, um die mal 3 Minuten jemandem runterzubrechen. Das ist halt auch das Problem. Ne? Wir haben das in unserem YouTube-Video versucht, irgendwie in 1 Stunde, und das war schon sehr komprimiert. Und ich bin froh, offensichtlich haben es viele verstanden, und das ist auch einigermaßen angekommen. Aber du kannst halt nicht eben kurz mal erklären, ey, Wo fängst du an, ne? Also, das ist halt auch das, ne, auch das jetzt, ich habe das Gefühl, wir reden so querbeet. Ich hoffe, irgendjemand kann dem Ganzen hier folgen. Ja, ist einfach schwer, das irgendwie einzupacken. Und das Verrückte ist ja auch bei unseren Eltern,
was wir vielleicht auch noch gesagt hätten, wenn es nur wir jetzt gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich gesagt, ey komm, jetzt scheiß drauf. Ne? Ist passiert. Wir haben halt auch noch uns als Brüder, ne? Das ist, ich habe mittlerweile auch eine Familie und so. Komm, alles gut. Aber wir haben halt dann irgendwann gemerkt, krass, das ist nicht zu Ende mit uns, ne? Also vielleicht kurz zum Kontextualisieren für diejenigen, die das noch nicht wissen. Du spielst ja wahrscheinlich auf deinen Rollidogs e.V. an, ne? Ja, genau. Ja, ja, und die Leute. Und die Leute, ne? Die holt genau. Sich halt wirklich, also klar, die hat 2000... Also ganz kurz, sorry für die Unterbrechung. Achso, nee, ja. Die Leute müssen vor mir sprechen. Genau, sie hat irgendwann einen Verein gegründet, hat da ganz viele Hunde und behauptet, dass diese Hunde zum Beispiel Menschen bei Epilepsie helfen können, dass sie Nase-zu-Nase-Beatmung machen können. Also das ist einfach so, Hunde für Menschen mit verschiedenen Erkrankungen genau, sind. Ja. Genau, und dafür sammelt sie eben Spenden. Ja, also und hat viele Mitarbeiter, Helfer und so weiter. Ja, also die hat 2011, glaube ich, ne, hat den gemeinnützigen Verein gegründet. Auch wieder, ne, auch nur aufgrund ihrer Krankheit. Ne? Also die hat... Die hat damals die mediale Aufmerksamkeit bekommen, als wir weggenommen wurden. Ja. Und dann, das ging ja wirklich, wir waren ja überall im, die war ja überall im Fernsehen damit. Und wir waren ja auch noch super lange, nachdem wir wieder zurückgekommen sind, auch noch mega lange im Fernsehen. Ne? Also TAF hat uns super lange begleitet und ich weiß nicht, wie das alles hieß damals, wo ich mir schon damals gedacht habe, boah, jetzt ist aber auch mal irgendwie gut. Ne? Also man will ja dann auch irgendwann damit abschließen, aber die wollte nie damit abschließen. Das war auch für sie, es gibt zum Beispiel auch eine Homepage, wo die, ich weiß nicht, gibt es das immer noch mit dem? Nee, die kannst du nur noch im Archiv aufrufen, ja, Münchhausen. Aber die war da stolz drauf, also die war stolz auf jeden einzelnen Artikel und hat den auf ihrer Homepage damals dann präsentiert, so wie die heute dann halt auch stolz ist auf jedes Mal, wenn sie halt mit den Hunden irgendwie in den Medien aktiv ist. Irgendwann wurde natürlich das Interesse der Medien dann doch hat abgeflacht, ne, an der Geschichte. Und dann hat sie aber diese Hundegeschichte quasi ins Leben gerufen und hat dann 2011 den Verein gegründet und ist seitdem aus Funk und Fernsehen eigentlich nicht mehr wegzudenken. Mhm. Also die war bei Hund, Katze, Maus, die ist, ne, ist ein super Partner der Bild, ey. Auch nochmal schöne Grüße an die Bild-Zeitung. Das ist auch wirklich ein Haufen, ne? Ehrlich, das ist geil. Ich habe den damals erschienen, als dieser Nose-to-Nose-Bericht erschien, habe ich gedacht, ey, das kann nicht wahr sein. Ne? Ich wusste, das ist ein Drecksblatt. Ja. Also ja, ich wusste nicht, ob ich sagen darf. Ja, doch, aber, bitte. Ach so, bitte, echt? Ja, ist ein absolutes Drecksblatt. Jeder, der diese Zeitung auch nur in irgendeiner Form unterstützt, hat komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Also das kannst du auch eigentlich nicht Zeitung nennen. Aber ich dachte, komm, ne, schreib den mal. Ich dachte, schreib dir eine E-Mail, hab geschrieben, ey, so und so sieht's aus. Nicht in der Türkei geboren, nicht im Rollstuhl, kein Unfall, Nose to Nose ist, ne, dachte ich, brauchen wir uns eigentlich gar nicht drüber unterhalten. Hab den alles aufgelistet. Ich bekomme, einen Monat später kriege ich Post von einem Anwalt. Von nicht von der Bild, ne, aber von unseren Eltern. Da hat die Bild wohl meine E-Mail an meine Eltern weitergeleitet. Die sind daraufhin zum Anwalt gegangen, der gesagt hat, hier, ich dürfte nicht behaupten, dass sie nicht im Rollstuhl sitzen muss, ich dürfte das und das nicht behaupten, ich sollte 1600 Euro bezahlen. Und dann, ja, habe ich natürlich nicht gemacht, ne, kam danach auch nie wieder was. Aber da habe ich halt gesehen, und das ist halt auch, ne, das ist wirklich in meinen Augen, ist das so eine Art Verhöhnung der Opfer. Ja. So, was ist das für eine Scheißzeitung, ne? Ich sag denen, und ich habe denen gesagt, Leute, ich habe da, aber das ist halt auch, ne, die Bild, die hat keinen Bock irgendwie auf eine aufwendige Geschichte oder so, naja, sondern die wollen hier, guck mal, da ist scheißegal, ob das wahr ist oder nicht, ne, da ist ein Hund, der pustet einer Frau ein bisschen was in die Nase, ne, so da, das finden die geil, ne, die wollen nicht irgendwie was Aufwendiges, wo man eventuell mal Arbeit reinstecken müsste, da haben die keinen Bock drauf, so, und deswegen haben, aber dann halt so dreckig meine E-Mail weiterzuleiten, ne, ist schon verrückt, ey. Eigentlich haben wir gerade drüber geredet, dass da ja mehr Leute involviert wurden. Ach so, ja. Genau, also Leute, die teilweise für sie da auch gearbeitet haben, ehrenamtlich. Wie war das dann für euch, als ihr das mitbekommen habt? Es gibt jetzt diesen Verein, da gibt es jetzt Menschen, mit denen passieren vielleicht ähnliche Dinge. Seid ihr auf diese Leute zugegangen oder wie habt ihr überhaupt mitbekommen, was da abgeht? Es gibt ja auch in der Spiegel-Reportage, gibt es ja zum Beispiel auch die eine Frau, von der ich jetzt den Namen gerade vergessen habe. Julia oder Jasmin? Ja, gab zwei Frauen. Ja, eine hat bei denen gewohnt, die andere hat da ein paar Mal übernachtet. Ja, wir haben, nachdem wir dann, das ist halt auch eigentlich der Grund, warum wir das weitermachen oder warum wir auch dann irgendwann Anzeige erstattet haben, kommen wir gleich auch noch zu. Wir haben uns eigentlich davon abgewandt und dachten, okay, wir machen jetzt hier unser Ding und so. Und dann kam irgendwann jemand auf uns zu und meinte, ey, eure Eltern haben jetzt zwei Mädchen. Mhm.
Und zwei türkische Mädchen. Zwei türkische Mädchen, muss man auch sagen. Ne? War eigentlich der Traum unserer Mutter schon immer gewesen. Und ne, wir haben gedacht, wie, die haben zwei Mädchen, ne? Das kann nicht wahr sein. Ne? Die hat ja auch eine Vorgeschichte mit dem Jugendamt und so. Wir wurden ja auch nicht umsonst rausgenommen. Ne? Und dann habe ich sofort beim Jugendamt angerufen und habe gesagt, ey, hier, ne, was ist da los? Und Jugendamt hat gesagt, ja, wissen Sie, haben Sie auch schon versucht, was zu machen. Problem ist nur, die eine ist schon 18 und die andere wird in einem halben Jahr 18. So heißt, da machen die, können die nichts mehr machen. Ne? Ja. So. Wir haben dann auch versucht, die Mädchen zu warnen. Ja. Und die haben uns, ich sag mal, unheimlich angegiftet, weil die halt, keine Ahnung, unsere Eltern locken halt immer mit den Hunden und mit Versprechungen und mit. Die suchen sich halt auch immer Leute, die sozial schwach sind oder halt anderweitig benachteiligt, weil die einfach leichter zu manipulieren sind. Und ja, zu dem damaligen Zeitpunkt hatten die uns dann doch stark angegiftet. Und wir haben halt versucht, die bei der Hunderunde, ne, wir wussten ungefähr, wann die mit den Hunden gehen, haben halt versucht, dahin zu gehen, zu sagen, ey, guckt, dass ihr da Land gewinnt, ne, das ist wirklich gefährlich für euch. So, und die waren aber, also die waren komplett drin in dem Film, ne, halt auch. Mittlerweile sind wir mit beiden gut befreundet. Mhm. Auch schöne Grüße. Weil die da dann auch irgendwann, also da dauert eigentlich auch nicht lange, ist eigentlich auch bei allen Leuten so, egal ob die jetzt da wohnen oder nicht, irgendwann wird man einfach stutzig. Und irgendwann, unsere Mutter ist ja so, die will halt auch immer mehr von einem. Die will immer mehr. So, also was die Geschichte, die eines der Mädchen auch erzählt hat, war dann halt, dass sie quasi ihren Nebenjob so ausrichten musste, dass sie dann auch immer mit den Hunden gehen konnte. Also die mussten dann halt auch Haushaltsaufgaben übernehmen im Haus. Die haben einen Abschlag von über 600 Euro bezahlt an unsere Eltern und mussten dazu noch quasi dann arbeiten. Arbeiten. Und also ja, die haben halt einfach da gearbeitet. Die haben quasi das, was wir mitgemacht haben, so in so einer Kurzform, so praktikummäßig, so ein Jahr. Aber hat sich das dann auch ausgeweitet auf Krankheiten erfinden und so weiter? Ja. Also ja, die Kleine, die hat auch Medikamente bekommen. Also da lief quasi genau das Gleiche. Das Ironische ist, die Kleine, die hat tatsächlich Epilepsie. Mhm. Ja. Aber wenn jemand keine Epilepsie hat, dann kommt ganz schnell der Verdacht auf bei unserer Mutter, dass vielleicht Epilepsie vorhanden ist. Genauso wie bei der Julia. Der Julia, ja. Die hat dann halt auch... Ich weiß nicht, hat die Medikamente bekommen oder nur angeboten bekommen? Nee, die hat Tramadol bekommen. Die hat ja sieht man in der Spiegel-TV-Reportage, die hat ja einen Herzfehler. Und meine Mutter oder unsere Mutter hat da, das ist auch verrückt, ich weiß immer nicht, warum ich sage unsere Mutter. Also, weil die ist wirklich alles fernab von der Mutter, aber man hat das irgendwie biologisch trotzdem drin, ja. Und die hat eigentlich einen Herzfehler und unsere Mutter hat da eine Epilepsie draus gemacht und hat die halt auch. Hat ihnen halt auch Medikamente gegeben und ja, ey, und das Witzige ist, wir haben da 2017 alles zur Anzeige gebracht bei der Polizei, ne? Also ich weiß, ich saß. Ja, wir haben lange überlegt, weil ich meine, die eigenen Eltern anzeigen, unabhängig davon, was passiert ist oder was nicht passiert ist, ist ein großer Schritt und wir haben uns da lange überlegt und sind dann zur Polizei gegangen, haben Anzeige wegen wegen der Kindesmisshandlung meiner beiden Brüder gestellt. Und wegen dem Sozialbetrug unserer Mutter mit ihrer eigenen angeblichen Krankheit und halt auch wegen der Veruntreuung von Geldern mit dem Verein und haben dann da alles quasi ausgepackt. Ey, wir saßen da, ich saß da 3 Stunden beim Polizisten, ich habe am Ende geheult wie ein Baby und dachte halt krass, ne, das ist jetzt... Das ist der letzte Schritt. Das ist jetzt das, womit das alles... beendet wird. Ne? Wir hatten auch echt hatte das Gefühl, einen super netten Polizisten. So, ne? Wir haben denen einen USB-Stick gegeben, wo Videos drauf sind, wo klar zu sehen ist, wo unsere Mutter ihre Beine bewegt. Ne? Also die ist zum Beispiel, die hat selber auf ihrem YouTube-Kanal Reitvideos hochgeladen. Ne? Also das muss man sich mal reinziehen. Querschnittsgelähmte, ne? Wir haben auch mit querschnittsgelähmten Menschen, also mit Menschen, die wirklich querschnittsgelähmt sind, gesprochen. Die Beine müssen fixiert werden. Es gibt extra Sattel für Querschnittsgelähmte. Die Beine werden festgeschnallt. Unsere Mutter schwingt sich da aufs Pferd und reitet halt mit einem ganz normalen Sattel. Das ist nicht möglich für eine Querschnittsgelähmte. Auch ganz aktuell vielleicht nochmal, jetzt aus dem Urlaub, wo wir waren, da haben auch viele Leute die Spiegel-TV-Dokumentation gesehen. Und unsere Eltern gehen da anscheinend jährlich ins Hotel und die haben uns angesprochen, dass die unsere Mutter im Meer haben laufen sehen.
Und die haben halt auch schon, die waren immer auch schon skeptisch, aber man spricht halt auch irgendwie keine. Du sagst ja keinem, ja, der im Rollstuhl sitzt, sagst ja du nicht, ey, ich habe das Gefühl, du bist gar nicht, das macht kein Mensch, ne? Und die ist sich halt, ne, muss man, die macht das seit, weiß ich nicht, seit 30 Jahren. So, die ist sich ihrer Sache so sicher, ne? Deswegen, die lädt halt auf ihrem YouTube-Kanal, kann sich jeder angucken. Da sind Reitvideos, wo die am Reiten ist, ne? Da gibt's Videos, wo man sieht, dass sie die macht immer, wenn sie ihren Sockentrick macht, macht die halt ihr Bein immer so hoch, aber nimmt das halt mit den Händen hoch. Ja. Aber man sieht halt voll oft, dass das Bein schon hoch geht, bevor die Hände überhaupt da sind. So, und das ist auf ihrem YouTube-Kanal, ne? Das eigentlich, und wir haben das alles auf den Stick gepackt, und haben dann natürlich auch der Polizei gegeben, haben gesagt, ey, hier, ne, auch, die ist nicht querschnittsgelähmt. So, und dachten halt, krass, das war jetzt der Schritt so, der das alles quasi beendet und zum Einstürzen bringt. Und was hat die Polizei gemacht? Ja, wir haben dann ein Jahr lang gewartet. Ne, länger, weil wir dachten, länger sogar. Oder länger. Wir haben auch immer wieder Anfragen gestellt, wie der Ermittlungsstand ist. Und keine Ahnung, das Problem ist, wir sind halt auch kein Anwalt und wir wissen auch nicht, wie die Staatsanwaltschaft vorgeht oder nicht. Aber wir haben halt immer gedacht, okay, da ist so viel Zeug zu ermitteln, dass es einfach seine Zeit in Anspruch nimmt. Ja, wir haben halt gedacht, ey, komm, nach anderthalb Jahren, das ist halt einfach super viel. Und nach anderthalb Jahren haben wir, beziehungsweise auch nur er, einen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen, dass das Verfahren eingestellt wurde. Ja, und da ist natürlich, ne, war für uns krass. Also war einfach super heftig. Und wir konnten uns halt nicht vorstellen, dass nach den ganzen Ermittlungen, die wahrscheinlich im Hintergrund eigentlich stattgefunden haben müssten, dass alles einfach fallen gelassen werden. Vor allem das Simpelste ist halt einfach, ne, wenn du die in MRT schickst, dann ist das durch, ne, weil die ist nicht querschnittsgelähmt. Und damit ist quasi der Rest auch. Und dann kannst du eigentlich anfangen. Ne, die Krankenkassen können gucken, dass sie ihr ganzes Geld wieder bekommen und so. Und dann, klar, die wird nichts zurückzahlen können, aber dass man den ganzen Laden da dicht macht. Ne? Und wir haben halt gedacht, ja. Und als wir haben dann nochmal bei der Staatsanwaltschaft schon nachgefragt, haben gesagt, ey, was ist los, ne? Irgendwie komisch, weil ist halt schon hart kriminell auch, was sie macht. So, und dann kam nur als Antwort, also es wäre nicht strafbar, sich einfach in den Rollstuhl zu setzen. Es ist nicht strafbar, seinen Kindern verschimmelte Lebensmittel zu verabreichen, auch wenn es natürlich makaber ist. So, und das war quasi die Antwort der Staatsanwaltschaft. So, und dann sitzt du da, ne, ich bezeichne uns nicht gerne als Opfer, aber dann waren wir nun mal als Kinder, weil wir keine andere Wahl hatten. Und dann denkst du dir, ja, krass, ne, dann. Und mittlerweile wissen wir halt auch, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, so gut wie nichts unternommen wurde und auch nichts ermittelt wurde oder dergleichen. Sind halt auch irgendwie nach einem Dreivierteljahr oder so sind die auch mal auf uns zugekommen, was ist das mit dem Video? Reitvideo? Haben sie gesagt, die Staatsanwaltschaft dachte irgendwie, das wäre so ein komisches Reitvideo gewesen. Hätten sie nicht, keine Ahnung. Ey, wir haben Zeugen genannt. Ne? Es gibt super viele Leute, es gibt ihre Schwestern, es gab ihre Mutter, die ist jetzt leider verstorben. Patentante. Es gibt ihren Vater, es gibt so viele Menschen, ne? Es gibt die Mädchen aus der Spiegel-TV-Reportage, es gibt so viele Zeugen, kein einziger Zeuge wurde gehört und es wurde einfach nichts gemacht. Aber an sich rein juristisch ist doch das Münchhausen bei Proxy-Syndrom gilt ja trotzdem, trotz der Erkrankung, als Kindesmisshandlung, wenn das stattfindet. Ja. Genau, aber bei euch wurde seitdem nichts gemacht? Auch früher nicht. Also halt, meine Brüder wurden weggenommen vom Jugendamt und die kamen in die Universitätsklinikum in Essen. Und da gab es einen Professor Dr. Eggers, der war auch in einem Spiegel-TV-Interview damals gewesen. Der hat unsere Mutter durchschaut damals. Der hat auch unsere Mutter angezeigt. Und auch die Anzeige ist im Sand verlaufen. So, und wir haben halt jetzt mit der Spiegel-TV-Sache und mit unserem eigenen Video hat sich ein sehr guter Anwalt bei uns gemeldet, der uns versucht, in allerlei möglichen Hinsichten zu unterstützen. Und wir haben jetzt Anfang des Jahres erneut nochmal eine Anzeige gestellt. Ist aber auch schon wieder eigentlich eine Farce, ne? Also wir haben so viele Zoom-Calls mit dem Anwalt gehabt, weil wir haben wirklich alles niedergeschrieben. Chronologisch, wie alles. Wir haben alle Krankenakten zusammengesucht. Wir haben im Prinzip die Arbeit der Staatsanwaltschaft gemacht. Und wir haben der Staatsanwaltschaft alles zukommen lassen, auch unmittelbar, nachdem immer, wenn wir was fertig hatten, sofort ging das an die Staatsanwaltschaft. Und im Januar, ne? Oder ungefähr? Ja, ich glaube Januar, Februar oder so. Ja. Und danach hat unser Anwalt jetzt mal nachgehakt, wie es dann aussieht, was der Ermittlungsstand ist. Es wurde nichts gemacht. Aber woran scheitert das denn? Weil an sich ist ja die juristische Lage jetzt gar nicht mal so komplex. Die haben keinen Bock.
Die haben, also das ist zumindest das, was unser Anwalt sagt, ne? Die sind natürlich, arbeiten auch nicht wirklich transparent mit uns. Die haben einfach keinen Bock. Das ist so. Also rein gesetzlich sind sie verpflichtet dazu zu ermitteln, aber. Das ist halt so komplex, ne? Du musst halt, wann fängst du da an? Und das ist halt einfach ein, das ist eine heidene Arbeit, ne? Und das ist super. Aber die viel. Andere Sache ist halt, wir haben die Arbeit gemacht. Ja, das kommt noch dazu. Wir haben denen echt viel Arbeit abgenommen und dachten halt, jetzt wenigstens. So, jetzt haben wir, ne, Mittwoch, der Errol um 10 Uhr, ich um 12 Uhr, jeweils eine Anhörung bei der Polizei. Ja, ey, aber so langsam muss ich auch ehrlich sagen, bin ich dem Ganzen so ein bisschen überdrüssig. Also, ne, wir haben, wie gesagt, 2017 das erste Mal Anzeige erstattet, was schon wirklich, also es ist auch klar, egal was die uns angetan haben, es ist einfach nicht einfach, seine eigenen Eltern anzuzeigen. So, und dann haben wir das schon irgendwie gemacht, ne, saßen da, haben geheult, haben danach viel geheult, so, und dachten, okay, jetzt muss das doch irgendwie, jetzt muss eigentlich nichts mehr passieren, ne, und wirklich mein Wunsch war auch immer, meine Mutter mal vor Gericht zu sehen, ne? Weil das ist der einzige Ort, wo sie nicht lügen kann. Oder zumindest im besten Fall. Unabhängig davon, ob sie verurteilt wird oder nicht, sondern einfach nur, dass sie mal irgendwo sitzen muss und sich erklären muss. Ja, genau. Ja. Und die andere Sache ist noch, wir hören halt immer wieder von neuen Opfern unserer Mutter. Jetzt auch im Türkei-Urlaub. Die haben wohl da vor 3 Jahren in einem Hotel einen Spendenaufruf gestartet. Und die Leute haben da zum Teil mehrere tausend Euro gespendet, die quasi allesamt in den Taschen unserer Eltern landen. Und die waren wohl auch mit einer vermeintlich behinderten Frau auch im Urlaub gewesen, wo man auch nicht weiß, sitzt die Frau im Rollstuhl oder was. Können wir vielleicht die Secret-Millionär-Geschichte erzählen? Die ist auch, ich weiß nicht, hast du die gehört? Nee, ich weiß nicht, ob wir die schon mal irgendwo erzählt haben. Auch natürlich RTL. Unsere Mutter hat quasi bei Secret Millionaire mitgemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, sondern ist wirklich eine ganz, ganz abartige Sendung auf RTL. Also ich kenne echt viel Trash-TV, das sagt mir nichts. Da echt nicht, ja, haben sie dann auch irgendwann, Gott sei Dank. Das gab es nicht lange, glaube ich. Nee, gab es nicht lange. Es gibt so viele Millionäre in Deutschland. Aber absoluter Müll, ne? So ein Millionär irgendwie, aber halt als Penner verkleidet und guckt sich halt was an und guckt wieder so, ne? Und hat sich unter anderem auch den Verein unserer Mutter damals angeguckt, ne? Auch wirklich mega unangenehm. Kann man noch auf der Seite phyllisrollydogs.de, auf der Seite unserer Mutter. Die ist ganz schlecht aufgebaut, aber wenn ihr euch da so ein bisschen durchklickt, auch ganz, ne, sieht so ein bisschen wie Scam aus, die Seite. Ja. Aber wenn man sich da auch die Facebook-Seite, ne, auch ganz unangenehm, die arbeiten ganz viel mit so, mit diesen I love you Herzen und irgendwie so ganz, also ganz unangenehm. Aber kurz nochmal, um auf die Secret-Millionär-Geschichte zu kommen, der war dann halt bei ihr und hat sich den Verein auch angeguckt und zu dem Zeitpunkt hat eine Frau mit einem schwerstbehinderten Kind quasi einen Hund bei unserer Mutter ausgebildet. Mhm. So, und die war auch in dieser Sendung zu sehen. So, ne, dann irgendwann der Millionär hat sich geoutet, hat gesagt, hier, guck mal, ich bin doch Millionär und ich würde hier gerne was spenden. Hat dann dem Verein Phyllis Rolly Dogs 5.000 Euro gespendet und hat dem Mädchen aber auch noch 5.000 Euro gespendet. Ne? Wie gesagt, wirklich schwerstbehindertes Mädchen. Auch, ich habe die damals auch kennengelernt, super liebe Mutter und so. Und ne, halt einfach. Haben alles für ihr Kind gemacht. Ne? So, jetzt war aber, das war aber vor der Kamera. Ne? Für das Mädchen 5.000, für Phyllis Rolly Dogs 5.000. Steuertechnisch haben sie es lieber im Hintergrund gemacht. 10.000 Euro für den Verein. Klar, kann man besser absetzen. So. Ist mir wirklich, ne, das muss man, ist unsere Mutter. Also, die hat dann die 10.000 Euro genommen und hat sich davon die Autorampe ihres Autos neu bauen lassen. Ja. Und hat, ich weiß nicht, ich bin der Meinung, das Mädchen hat nichts gesehen von dem Geld. Die war wohl auch noch vor Gericht. Die haben wohl versucht vor Gericht, also die Eltern des Mädchens haben versucht vor Gericht dagegen vorzugehen. Leider nichts möglich gewesen, weil das Geld halt für den Verein gespendet wurde und in der Vereinssatzung steht, die, ne, man muss ja auch sagen, unsere Mutter ist erste Vorsitzende, unser Vater ist zweiter Vorsitzende, sowas wie ein Kassenwart oder sowas gibt es nicht. Also die machen das, das ist halt auch, ne, diese Vereinsgeschichte, dass da auch keiner irgendwie wir, mal. Wir hätten jetzt halt auch gedacht bei unseren Anzeigen, okay, möglicherweise war halt auch eine knappe Geschichte, aber ist wohl nicht verjährt, der Missbrauch von meinen Brüdern. Wir haben gedacht, okay, möglicherweise ist das verjährt, aber sicher kriegen die über den Verein dran, sage ich mal. Ne? Aber auch da sind halt keinerlei Ermittlungen.
Nichts passiert. Ja, gar nichts stattgefunden. Du bist ja auf einer Schule für Menschen mit Behinderung irgendwann gelandet, ne? Ja. Genau. Vielleicht setzen wir da noch mal ganz kurz chronologisch an. Ja, wie bist du da gelandet und wie hast du dich da gefühlt? Ich meine, du hast ja eigentlich keine Behinderung gehabt. Ja, es fing ja bei mir mit der Zöliakie an und dann kam ja super viel dazu. Ne? Also ADHS, Verhaltensauffälligkeiten, Orientierungsstörungen, also alles so Krankheiten, so schwammige Krankheiten, die man irgendwie schwer, ne? Und war halt immer nur aufgrund der Aussage unserer Mutter. Ja, und auf der Schule für Schwerbehinderte war halt ja fehl am Platz, ne? Also weil da waren halt wirklich Schwerstbehinderte, ne? Also wirklich Kinder, die Betreuung brauchten. Und ich war da halt, ne, als Kind machst du dir dann nicht wirklich Gedanken drüber, ne? Die Mutter sagt, du musst da hin, dann ist das halt so. Ich war Gott sei Dank nicht lange da, ne? Ich war, glaube ich, 2 Jahre da und dann haben die Gott sei Dank gesagt, ey, Leute, das können wir hier nicht machen, ne? Also hier werden Plätze benötigt für Kinder, die wirklich schwerstbehindert sind und das war ich halt einfach nicht. Aber das war halt der Traum unserer Mutter, ne? Also auch 2 Kinder auf einer Schule für Schwerstbehinderte zu haben, war für sie einfach geil. Ja. War einfach super. Und war halt auch, ne, es war ja auch nie das Ziel, dass wir irgendwie gesund werden oder auch wenn ich gesagt habe, ey, guck mal, ich habe jetzt hier dat und dat gegessen und mir geht's gut. So, das war die Hölle für unsere Mutter, ne? Also mir sollte es nicht gut gehen danach, sondern mir ging es schlecht danach und das hat sie mir auch echt lange eingetrichtert. Ne? Also ich habe, glaube ich, wann habe ich angefangen? So mit 17, 18, glaube ich, habe ich so angefangen, so McDonald's für mich zu entdecken. Ne? War halt immer tabu. Ne? Also ich habe halt, für mich gab es Reiswaffeln, wurden mitgenommen, auch auf Kindergeburtstagen und so, habe ich halt Reiswaffeln bekommen mit irgendwie Wurst oder so drauf, so im Türkei-Urlaub, das ganze Buffet. Ne? So deswegen war ich halt auch jetzt, ich war so geil auf Türkei-Urlaub, auf Buffet, ne? Also, weil ich hatte halt immer meine speziellen Sachen, meine Dose, die ich mit hatte. So, da stand jede Menge Zeug, aber ich durfte halt nichts davon essen, ne? Und ich habe so mit 17, 18 habe ich dann McDonald's für mich entdeckt, ne? So dass ich heimlich nach der Schule mir einfach einen Cheeseburger oder auch 6 Cheeseburger reingepfiffen habe und halt gedacht hatte, boah, geil, ne? Zu Hause natürlich kein Wort verloren, aber halt auch nicht keine Kotzerei, keinen Durchfall oder so gehabt, sondern war alles tipptopp und da fing das schon so an, dass ich gedacht habe, ja, kein, und dann denkst du aber halt auch nicht, boah, meine Mutter ist krank, sondern denkst du, vielleicht hat sie sich geirrt, weißt du, nicht, du bist nicht direkt so, ja krass, die hat irgendwie was Böses oder was Gemeines, sondern vielleicht hat sie sich einfach geirrt, so vielleicht hat sie sich auch bei unserem kleinen Bruder geirrt, vielleicht hat sie sich bei sich selbst einfach geirrt. Eine Sache hat mich aber auch anfangs schon immer stutzig gemacht, und zwar, wenn man zu Hause irgendwie gespielt hat oder so und dann irgendwas aus der Schublade holen wollte und dann waren überall Bonbonpapiere in den Schubladen. Und ich dachte mir schon mal, wieso sind hier Bonbonpapiere überall? Und Mert musste halt immer heimlich Süßigkeiten essen. Mhm. Und dann wurde halt immer bestraft, wenn irgendwas gefunden wurde und dergleichen. Und da habe ich mir aber schon gefragt, so wenn ihm das so wehtut, dass er davon Durchfall und Kotzen und so bekommt, wieso isst er dann Süßigkeiten? Mhm. Und was vielleicht auch noch eine ziemliche Abnormalität war in unserer Kindheit, wir haben überall Bewegungsmelder im Haus gehabt. Mhm. Also in den Schränken und in der Küche wurde nachts einer aufgestellt. Und immer wenn die losgingen, dann ging auch zu Hause die Party los. Also, ja, ich war aber auch stupid. Ne? Ich habe zum Beispiel ein ganzes Nutella-Glas hinter meinem Bett versteckt oder so, wenn ich mir irgendwie abends genommen habe oder so. Und das mit den Bonbons, das ist auch noch eine Situation, an die ich mich erinnern kann. Es gab so eine große blaue Tupperdose mit so Karamellbonbons und war für ein Kind eigentlich nicht besonders attraktiv, für mich aber sehr attraktiv, weil ich halt gar keine Süßigkeiten essen durfte und dann habe ich mir halt da so ein paar Bonbons genommen und habe dann das Papier, dumm wie ich war, mit 8, 9 halt so hinterm Bett irgendwie versteckt so, und dann hat sie das Papier leider gefunden und da durfte ich mich dann mit ihr in die Küche setzen mit der blauen Dose und musste halt alle Bonbons aus dieser Dose essen und ich dachte halt am Anfang, dachte ich noch, boah, nice, ne? Jetzt kannst du hier Bonbons essen und hab dann halt angefangen und wurde aber dann halt auch irgendwann hart und natürlich auch irgendwann gekotzt und angefangen zu schwitzen wie ein Schwein. So eine Bonbondose ist doch schon schwierig aufzuessen. Und dann ging es halt auch, am nächsten Tag ging es dann zum Arzt, ne? Also, und da war dann auch, wurde natürlich nicht gesagt, der Junge hat
eine fucking 1 Kilo Bonbondose aufgegessen gestern, sondern der hat auf einmal Erbrechen und Durchfall und keine Ahnung, wie das ist. Und vielleicht müssen wir noch mal eine Dünndarmbiopsie machen. Vielleicht muss er noch mal in eine Klinik oder so. Und kurz danach war ich auch noch mal für ein paar Wochen im Marienhospital in Bottrop stationär aufgenommen. Ja, auch wieder leider nichts herausgefunden. Weil ich war auch in der Zwischenzeit ja mal das Versorgungsamt da, also das Amt, was sich quasi für eben Menschen mit Schwerbehinderungen kümmert. Was bedeutete das für euch? Also ich habe irgendwo eine Story gelesen, wie zum Beispiel, du musst es so tun, als könntest du Socken nicht selber anziehen. Ja, das war immer, vorher wurde halt eingetrichtert, ne? Was man zu machen hat, was man zu sagen hat. Also wir, so wie sie das sehr wahrscheinlich für sich selbst auch gemacht hat beim Versorgungsamt, keine Socken anziehen, nicht sagen sollen, dass man eigenständig zur Schule gehen kann und so halt schon. Ich habe halt immer, ich habe quasi mein Leben lang Durchfall, laut meiner Mutter. Also es gab, glaube ich, keinen Tag, wo ich keinen Durchfall hatte. Es ist halt auch so, dass mit jeder zusätzlichen Einschränkung wieder mehr Geld einhergeht. Also wenn man, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das H für hilflos oder so, glaube ich. Oder? Ja, je mehr oder Buchstaben. Oder G für gehbehindert oder so. Ja, ist halt so, die Pflegestufe, ja. Ne, war halt entscheidend. Und ja, Geld war, glaube ich, da einfach auch ein wichtiger Punkt. Ich frage nur jetzt so explizit nach diesem Versorgungsamt, weil das ja quasi eine Instanz von außen ist, die zu einem nach Hause kommt, die ja eigentlich Betroffenen helfen soll, dass denen besser geht. Die große Frage, die ja irgendwie über allem schwebt, ist so, wo waren alle anderen Menschen? Also was war mit Ärzten, Ärztinnen, Erziehern und so weiter? Wurde das von außen nicht gesehen, weil die Manipulation so stark war, weil euch auch so krass eingetrichtert wurde, ey, das ist zwischen uns, das darf nicht nach außen gelangen? Also wie kann man sich das vorstellen, dass über Jahre an sich keiner was gemacht hat? Oder hat zwischendurch mal jemand was gesagt, was erkannt und versucht, was zu tun? Ja, es haben super viele Menschen weggeguckt, ne? Ganz einfach. Also wir haben Kontakt abgebrochen oder kein. Ich glaube, ist halt auch. Ich glaube, so ist der Mensch halt auch einfach, ne? Dann lieber irgendwie weggucken. Beziehungsweise unsere Mutter ist auch ein Mensch, der Leuten auch droht, ne? Also auch zum Beispiel, wir haben auch bei der Polizei seine Patentante und sein Patenonkel eigentlich als Zeugen angegeben. Die haben aber selber 2 Pflegekinder jetzt aktuell und haben gesagt, die wollen nicht aussagen für uns, weil die einfach Schiss haben vor unserer Mutter und dass denen irgendwas passiert. Also jetzt nicht körperlich angegangen wird, aber unsere Mutter ruft dann beim Jugendamt an und hilft sich halt einfach mit Lügen weiter. Und da haben die gesagt, das Risiko sind die nicht bereit einzugehen. Und bei uns auch. Die Ärzte, klar, ist das lange nicht rausgekommen, weil die Ärzte halt gewechselt wurden. Und dann haben sich aber ja Gott sei Dank bei uns, ich meine insgesamt 9 Ärzte, zusammengetan und an einem Tisch gesetzt und haben gesagt, ey, ich habe hier dat und dat, ich habe hier dat und dat, hier stimmt irgendwas nicht. Aber wann war das? Das war Ende 99, ne? Wie kam es da überhaupt dazu, dass diese Ärzte sich zusammengesetzt haben? Weil es halt immer wieder widersprüchliche Diagnosen gab und auch trotz der wechselnden Ärzte dann irgendwann sich dann doch mal ein paar Ärzte kurzgeschlossen haben. Ja, es war halt auffällig, weil der Kinderarzt und er hatte auch einen Psychologen gehabt, die haben sich kurzgeschlossen, die haben dann wirklich versucht auch zu helfen, die haben sich selbst auch Unterlagen aus Krankenhäusern zukommen lassen und haben halt gemerkt, dass das alles, auch wenn man jetzt heute die Krankenakten einsieht, ich glaube, ein paar haben wir auch sogar irgendwie eingeblendet in dem Video, ne? Die waren schon stutzig auch. Also die haben auch immer wieder, ich glaube, der Psychologe von Mert, der hat dann irgendwann das auch gesagt, dass die Vermutung, oder geschrieben, die Vermutung von Münchhausen bei Proxy-Syndrom liegt vor. Weil halt dann auf einmal stand, Mutter beendet Behandlung. Mhm. So völlig aus dem Nichts, ne? Also ohne dass irgendwie, und eigentlich möchtest du ja, wenn es deinem Kind schlecht geht, unterbrichst du ja nicht mittendrin irgendeine Behandlung, sondern guckst, dass das zu Ende geht und so. Und dann hat sie sich wohl echt so auffällig verhalten, dass die Leute geguckt haben und die Ärzte sich zusammengesetzt haben. Wir dann Gott sei Dank, ja, was heißt Gott sei Dank, ja, ich weiß halt nicht letztendlich, ob das gut war, weil letztendlich war es auch wieder scheiße, weil wir wurden zwar rausgenommen, wurden aber nach 2,5 Jahren einfach wieder zurückgegeben. Also, und klar, mit irgendwelchen Auflagen, die überhaupt nicht eingehalten wurden, weil unsere Mutter ein halbes Jahr, nachdem wir wieder zurückgegeben wurden, bei der Krankenkasse einen Rollstuhl für unseren kleinen Bruder beantragt hat, der Gott sei Dank abgelehnt wurde. Aber allein da hätten ja schon wieder Alarmglocken angehen müssen und das System hätte eigentlich greifen müssen und sagen müssen, beziehungsweise auch. Eigentlich sollte das Jugendamt danach auch die Familien noch weiter begleiten, eben weil halt vollkommen klar war, dass die Gefahr immer noch besteht.
Und das ist halt auch geil. Ich wurde nicht rausgenommen aus der Familie mit der Begründung, dass ich nicht krank gemacht wurde und dass ich ein Alter erreicht habe mit 12 Jahren, dass ich mich gut gegen meine Mutter wehren könnte. Das muss man sich mal reinziehen. Ne? Bei unserem kleinen Bruder wurde ein Medikamentencocktail gefunden im Blut, der auch durchaus hätte tödlich ausgehen können. Und dann sagen die nach 2,5 Jahren, beziehungsweise wir haben ja dann 2017 auch das Jugendamt aufgesucht und haben da auch mit dem Herrn Arndt, der war damals für uns zuständig, haben mit dem gesprochen, super lieber Kerl. Und sorry, dass ich unterbreche, aber waren das die Ärzte, die das in Bewegung gebracht haben, dass sie überhaupt rausgenommen wurden? Ja, 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 das, die also haben für eine einstweilige Verfügung gesorgt. Es hat dann quasi so ein Roundtable-Gespräch stattgefunden, wo sich die Ärzte zusammengesetzt haben und die haben gesagt, ey, jetzt müssen wir irgendwie, und dann ging ja auch Briefe an den Richter raus und die haben wir auch bei uns im Video eingeblendet. So die ersten beiden Briefe, die quasi der Startschuss dafür waren, dass wir rausgenommen wurden, wo halt gesagt wurde, hier stimmt was nicht, da ist der Verdacht von Münchhausen. So, und wir haben dann 2017 nochmal mit dem Jugendamt-Mitarbeiter gesprochen und der hat dann, weil wir auch gesagt haben, ey, wie kann das sein, dass wir nach 2,5 Jahren wieder zurückgegeben wurden. Und der hat uns wirklich ins Gesicht gesagt, Jungs, mir tut das mega leid, aber letztendlich haben alle dem medialen Druck nachgegeben. Also die haben dann, der hat uns wirklich gesagt, ey, wir haben letztendlich auf euch beide oder auf euch drei geschissen und haben gesagt, lasst die machen, ne, wir geben die auf. Mhm. Hauptsache, ne, weil, also die haben wirklich, ne, es gab Morddrohungen, es gab eine Bombendrohung im Uniklinikum, ne, es gab eine Demo in Berlin, die unsere Eltern veranstaltet haben. Die haben zig Demos gemacht. Die haben zig Demos veranstaltet. Ne, es war eine mediale Hetzjagd, weil natürlich unsere Mutter viel gesprochen hat in den Medien, die Ärzte natürlich nichts gesagt haben, um einfach, ne, also erstmal die Schweigepflicht und halt auch einfach, um uns Kinder zu schützen. So, und dann war halt von den Medien, und die Medien, ne, muss man auch nochmal sagen. Ja, kam sogar im türkischen Fernsehen. Ja, türkischen Fernsehen lief halt auch die Medien wirklich ein einziger Scheißhaufen. Ne? Also die haben sich da so draufgestürzt und es war wirklich die arme Frau im Rollstuhl. Und bei unserer Mutter war das auch so. Auch da ging es ums Finanzielle. Also die... Ein Exklusivvertrag, ja, genau, mit RTL. Ja. Hat sie gemacht. Ja, und dann haben die sich dann überworfen und dann ging es dann irgendwie wohl nur noch nach dem Höchstbietenden. Also es war immer so, dass jeder Beitrag auch mit einer kleinen Zahlung einhergegangen ist. Und das war dann auch danach noch, ne, als wir dann nach 2,5 Jahren wiedergekommen sind, war ja, ne, ich musste so oft, ne, ich wurde ja leider dann im Heim sexuell missbraucht und musste danach, nachdem wir nach Hause gekommen sind, musste ich mich in so vielen Interviews hinsetzen und quasi nochmal die Geschichte erzählen, was da eigentlich passiert ist und wo ich halt denke, so, ey, du musst doch für dein Kind, musst du doch gucken, dass das irgendwie ja rehabilitiert wird und dass das damit abschließen kann. So, und stattdessen war halt wirklich ein Interview nach dem anderen. So, und dann habe ich auch irgendwann gesagt, ey, das muss doch mal aufhören. Ne? Und dann haben Gott sei Dank nicht unsere Mutter hat aufgehört, sondern die Medien haben irgendwann aufgehört, Interesse an der Geschichte zu haben, weil irgendwann hasse halt einfach Geschichte alles erzählen. Ja. Aber oh Gott, ey. Aber ich frage mich, so ab wann denn Münchhausen so im Raum stand? Weil ihr wart ja wahrscheinlich erstmal, das waren ja die Ärzte, die das dann, irgendeiner hat das dann ja benannt. 98, meine ich. Ja. Ich meine Mai also 98. Das ist ein Schreiben, was wir zumindest haben. Zumindest aus den Unterlagen, die wir haben. Mai 98 war so das erste Mal, dass das Wort Münchhausen gefallen ist. Und was dann wahrscheinlich auch nicht so leicht gewesen ist, weil es ja dann doch selten ist. Mhm. Und wahrscheinlich kommt man erst nicht direkt auf Münchhausen. Ja, kommt man davon aus. Nicht, ja. Ich habe nach unserem Video, ich habe mit so vielen Betroffenen gesprochen, ne, die halt auch einfach... Da ist nichts passiert, ne? Mhm. Also die haben das irgendwann, meistens kriegst du es dann erst im Erwachsenenalter raus. Die haben dann, haben das auch herausgefunden, Mutter konfrontiert und dann Kontakt abgebrochen, mhm, fertig, Ende der Geschichte. Aber wann habt ihr das verstanden, dass es das Münchhausen bei Proxy-Syndrom ist und dass euch das betrifft? Weil ihr wart ja noch sehr klein, als das erste Mal von Ärzten benannt wurde, oder? Ende 20. Also ja, erst. Also meinst du, als wir begriffen haben, ja, dass das, genau, ja, Ende, Mitte 20? Ja, 2014 oder was. Ja. Als der Tag, an dem wir unsere Eltern konfrontiert haben, unser Vater mit dem Mutterschaftstest um die Ecke kam, war der Moment, wo uns klar war, okay, hier nicht nur die türkische Abstammung ist erlogen, sondern auch... Da haben wir aber auch, ne, also da haben wir ne, Akten gewälzt. Ne? Ich war im Uniklinikum über 2 Tage und bin meine Akten und die von meinem kleinen Bruder durchgegangen und alles zusammengesucht und alle Puzzleteile irgendwie zusammengesetzt und dann hast du halt gemerkt, krass, eigentlich alles, was uns gesagt wurde, war gelogen. Mhm.
So, und dann merkst du, dann macht's echt weh, ne? Dann ist dieser Breaking Bad Moment. Dann hat's Klick gemacht und dann war so krass, ey. Aber ihr habt sie ja konfrontiert, aber wurde sie auch mal wirklich mit diesem Begriff Münchhausen konfrontiert? Also, dass sie ja quasi in Anführungszeichen leidet, auch an einer Krankheit? Spiegel TV hat ja auch eine Anfrage geschickt und wollte eigentlich ein Interview führen und sie sagt halt, sie leidet nicht an Münchhausen. Damals war auch Spiegel TV einer der wenigen, die einen kritischen Bericht zu unserer Mutter gemacht haben. Wir haben da, glaube ich, auch Ausschnitte in einem Video oder was, da hast du, glaube ich, einen Ausschnitt auch reingepackt von uns, wo auch der Professor Dr. Eggers ein Interview gegeben hat, wo auch das Wort Münchhausen bei Proxy-Syndrom gefallen ist. Und da gibt unsere Mutter auch ein Interview. Und das ist auch geil, das Argument von unserer Mutter. Die sagt, wie könnte ich denn über 8, 9, 10 Jahre so tun, als wenn meine Kinder krank wären? Und meinte dann, so 1, 2 Jahre, okay. Und da so, spürt man richtig, wie stolz sie auch ist, weil sie hat es nämlich. Sie macht 30 Jahre mittlerweile. So, da gab es einen kleinen Moment, wo es so ein bisschen, auch als wir weggenommen wurden, wo so, ich glaube, da war ein bisschen Schiss und so. Aber letztendlich, ne, die hätte halt einfach in eine geschlossene gehört. Ne? Also, ja. Das. Aber ihr seid jetzt natürlich keine Psychiater oder Ärzte, aber kennt euch wahrscheinlich trotzdem jetzt durch die Geschichte damit aus. Gäbe es denn oder hätte es bei ihr eine Chance auf Heilung gegeben? Boah, das ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, da solche Menschen unheimlich schwer überhaupt. Ich glaube, dass dazu zu bewegen sind, sich behandeln zu lassen, weil das ja schon im Prinzip der Schritt zu einer Behandlung schon mit einem Eingeständnis einhergehen würde. Und ich glaube, mag sein, dass es in der Vergangenheit irgendwann, zumindest in frühen Stadien, irgendwann mal einen Moment gegeben hat oder haben könnte, wo sie hätte Hilfe aufsuchen können. Spätestens, wo sie sich freiwillig in den Rollstuhl gesetzt hat. Da hätte halt schon irgendjemand. Aber das ist halt auch, ne, das ist so aber verrückt. Ja, welcher auch Mensch setzt sich halt? Ja, nee, auch, dass keiner was gemacht hat oder gesagt hat. Ne? Weil die Nachbarn auch, ne, wir haben ja Leute aufgesucht, die uns gesagt haben, was damals passiert ist. Ne? Und seine Patentante hat uns erzählt, ey, die saß von heute auf morgen, saß die im Rollstuhl. Die waren noch im Skiurlaub in Österreich. Und dann hat die angefangen zu erzählen, dass sie mit 11 Jahren einen schweren Unfall beim Fußball hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist. Und alle wissen, dass diese Geschichte nicht stimmt. Aber keiner macht irgendwas. Nicht mal der eigene Ehemann macht was dagegen. So, und da, ich glaube halt einfach, die hat halt auch einfach Pech gehabt, ne? Die hat wirklich die falschen Leute irgendwie um sich gehabt. Keiner, der gesagt hat, ey, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich denke mal, in ihrer Jugend hätte sie schon irgendwie behandelt werden müssen. Ich glaube, danach ist der Zug abgefahren. Ja, und heute ist der, glaube ich. Also, ja. Ich glaube, das Einzige, was heute wichtig ist, ist, andere Menschen davor zu schützen. Ich glaube nicht, dass man ihr noch in irgendeiner Form helfen kann, geschweige denn unserem Vater helfen kann. Das sind im Prinzip auch die zwei Dinge, worum es uns geht. Zum einen andere Leute vor dem gleichen Schicksal zu schützen, wie wir es erlebt haben oder auch andere Leute schon erlebt haben jetzt. Und man muss auch dazu sagen, ein Stück weit Gerechtigkeit wollen wir, glaube ich, auch haben. Ja, und klar, wenn es auf juristischem Wege euch nicht einfach gemacht wird. Ja, und halt auch einfach andere Leute dafür sensibilisieren. Ne? Wir hatten so viele Menschen bei uns, die irgendwie weggeschaut haben und nichts gemacht haben. Ne? Und es ist auch wirklich so kacke, das ist, aber lieber einmal mehr was machen, so, und wenn es dann falsch ist, ey, ja, dann tut's mir leid, so, aber anstatt gar nichts zu machen, ne, weil kein 11-Jähriger oder 10-Jähriger, dessen Mutter gerade Münchhausen hat, hört sich jetzt den Podcast an und sagt sich, boah, ja, aber vielleicht hört sich die Schwester von irgendeiner an, die betroffen ist oder so, und denkt sich, boah, vielleicht, ne, ich habe auch zum Beispiel Kontakt zu einer, da hat die Mutter Münchhausen. Und die ist das einzige Kind, das den Kontakt abgebrochen hat. Die Geschwister haben aber noch Kontakt zu der Mutter und haben auch Enkelkinder und lassen die, nee, wirklich, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ein Kind bei meiner Mutter zu sehen. Also das ist halt wirklich, das ist einfach, dass auch niemand gestorben ist, ist wirklich ein Wunder. Also das hätte durchaus, ne, bei dem, was die bei dem Kleinen an Medikamente im Blut gefunden haben oder auch bei mir, ne, Lebensmittelvergiftung und Blähbauch als Säugling. Also ich hätte halt auch draufgehen können, ne? Ja. Okay, wir müssen leider zum Ende kommen. Deshalb vielleicht so als letzte Frage, was für Konsequenzen hat denn das Erlebte für euch jetzt heute als Erwachsene? Also gesundheitlich, gibt es da noch irgendwas? Natürlich vor allem zwischenmenschlich, gehe ich mal davon aus, macht das ja was mit einem, was Vertrauen und so weiter betrifft. Aber müsst ihr sagen, hat das Konsequenzen für euch bis heute? Ja, auf jeden Fall. Also ja, toi, 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 100%. Körperlich nicht, aber Kopf ohne Ende. Ne? Ja. Also Kopf ist schon
ist schon, ich muss auch sagen, wir können von Glück sagen, dass wir uns einander haben, aber Kopf ist schon eine ganz schwierige Sache, muss ich schon sagen. Es gibt gute und schlechte Tage. Ich glaube, letztendlich weiß ich nicht, aber ich würde sagen, ich bin der, der es irgendwie noch am besten weggesteckt hat, weil mir auch einfach ganz viel einfach scheißegal ist. So, aber ja, ist natürlich für mich auch mega schwer. Ne? Ich sehe, wie mein großer Bruder leidet. Ich sehe, wie mein kleiner Bruder leidet. Und ich denke mir halt, ey, das hätte alles irgendwie verhindert werden können. Ne? Das hätte nicht sein gemusst. Also unmittelbar nachdem wir das dann aufgelegt haben, war für mich auch erstmal Feierabend. Also ich war dann, bin auf der Arbeit zusammengebrochen, weil, keine Ahnung. Und war dann ein halbes Jahr in der Klinik gewesen, im Zusammenhang mit Depressionen und halt mit der Geschichte mit unseren Eltern. Und ja, das prägt schon bis heute. Und das Schlimmste ist eigentlich zu wissen, dass die Eltern quasi tot sind. Ja. Die sind da, aber die sind einfach gestorben, beziehungsweise die waren halt auch. Auch diese Erkenntnis. Ja, man hat immer die Hoffnung gehabt. Ich glaube, damit bin ich auch so ein Stück weit aufgewachsen. Ich hatte immer die Hoffnung, dass meine Eltern irgendwie für mich da sind oder so. Und dann zu merken, okay, du hast einfach im Prinzip keine Eltern, das hat schon hart gesessen. Ja. Halt einfach zu wissen, ne, dass die nicht sagen, ey, keine Ahnung, wir haben, ne, wir waren auch noch voll lange, dass wir gesagt haben, ey, komm, wenn die jetzt kommen, sagen, ey, wir haben Scheiße gebaut, ne? Wir gucken, dass wir uns Hilfe suchen, wir machen so, ne? Wir wären die Letzten, die gesagt haben, irgendwie, aber stattdessen haben die versucht, unser Leben komplett auseinanderzunehmen, ne? Die haben auch im Erwachsenenalter weiterhin versucht, uns irgendwie Schaden zuzufügen. Und das ist wirklich, das ist so absolut ekelhaft, ne? Also, das ist auch wirklich, und das ist auch, also für mich gibt's, ist wirklich, für mich ist der schönste Tag oder ich freue mich auf den Tag, an dem die beiden sterben. So böse das vielleicht auch für den einen oder anderen klingt, aber für mich fällt an dem Tag so ein Stein vom Herzen und ich weiß das, ich fühle das einfach. Ich träume manchmal, wenn der drauf geht, also mein Bruder drauf geht und ich wach schweißgebadet aus, ich habe Tränen in den Augen und ich stelle mir manchmal vor, wie meine Eltern sterben, natürlich auf eine ganz normale natürliche Art und Weise, aber ich merke einfach, ey, für mich ist das wird für mich einfach ein verdammt schöner Tag, weil für mich ist dann ist das für mich nämlich vorbei. So, dann kann ich sagen, dann ist das hoffentlich auch für meinen großen Bruder vorbei und für meinen kleinen Bruder und das wünsche ich uns dreien einfach, dass das irgendwann ein Ende hat und ich glaube, dass das leider erst endet, wenn die beiden weg sind, ja. Okay, ja. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, ich hätte gerne irgendwas Schöneres gesagt zum Ende, aber. Ich dachte schon, gut, dass ich nicht in Richtung Morddrohung gegangen bin. Nee, das auf gar keinen Fall, aber ja, es ist halt so eine Überzeugung. Was es ist. Was soll ich sagen? Ja. Okay, dann vielen, vielen Dank für die Offenheit. Danke für die Einladung, war ja cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Hilfsangebote findet ihr auf kosmoradio.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Solltet ihr euch betroffen fühlen, kontaktiert bitte umgehend die Telefonseelsorge online unter telefonseelsorge.de oder unter der kostenlosen Hotline 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Weitere Informationen gibt es auch auf www.deutsche-depressionshilfe.de. Trust me, love me, hug me, correct me, but let me be me.